Happy New Year, Happy New Year. Zum Glück bin ich nicht alleine hier. Der Krogi ist heute da und wir gucken uns Indie-Spiele an. Let's go! Yes, und nicht nur der liebe Krogi ist an meiner Seite, sondern ihr da draußen seid auch wieder da. Wir sind im Januar, wir haben es durch die Silvesternacht geschafft und sitzen jetzt beide wieder auf dieser Couch. Wie schön ist es? Erstmal ist es sehr schön, dass du reimen kannst auf einmal. Ich wusste nicht, ob du das im letzten Jahr schon hast, diesen Skill, aber auf jeden Fall hast du ihn nicht verschlechtert. Das hat mir schon mal sehr, sehr gut gefallen. Und du hast vollkommen recht. Ey, frohes neues Jahr, ihr Lieben. Das ist die erste Sendung hier aus unserer Bude wieder in diesem Jahr. Und ja, wir haben diese Silvesternacht super überstanden. Wir sind hier. Ich freue mich, mit dir zu sitzen. Ich bin ganz gespannt, was abgeht. Ja, wir gucken uns Indie-Spiele an. Habt ihr damit gerechnet als Einstieg in dieses Jahr? Ich weiß es nicht. Wenn ihr mich seht, vielleicht ein bisschen. Ja, eigentlich bin ich Valentin. Ja, ne, das muss man sagen. Also an dieser Stelle gute Besserung, Valle, der gerade nicht hier am Start ist. Deswegen bin ich da. Aber das Gute ist, ich habe von den Spielen, die wir spielen werden, keinen Plan. Das ist richtig cool, ich glaube, also um euch einmal ganz kurz abzuholen, wir spielen Indie-Spiele und zwar haben wir die nicht so benannt, sondern der gute Jeff Keighley und seine Freunde, denn wir gucken uns an, was die dieses Jahr für die Game Awards in zwei Kategorien nominiert haben, und zwar Best Debut Indie und Best Indie Game des Jahres. Und da ist doch einiges zusammengekommen. Wir werden es nicht schaffen, alles heute zu spielen. Aber wir gucken uns in über eine Handvoll Spiele rein. Ich habe direkt schon das erste offen, das vielen von euch da draußen dieses Jahr wahrscheinlich über den Weg gelaufen sein wird. Dir auch, aber nicht am Controller. Ich sehe es schon, ja, ja. Ich kann den Namen, sag du den Namen, du hast es mitgebracht, komm. Ja, der gute Dave. Dave, der Taucher. Applaus, Dave, schön, dass du da bist. Du hast recht, ich hab's natürlich bei vielen Leuten mitbekommen, es hatte auf jeden Fall einen richtigen Hype. Ja. Ich hab's nicht gezockt und kann auch daher gar nicht sagen, ich weiß noch nicht mal die Mechanik, ich weiß nicht, was man da machen kann, aber umso besser, dass du uns jetzt hier ganz frisch und auch mir das vermitteln kannst, was hier abgeht. Ja, yeah, wir springen doch einfach mal rein. Das ist Dave. Dave ist der super coole Tauchertyp. Der rechte. Der super coole ist doch links. Nein. Das Cobra, der ist auch cool, aber Dave ist unser Hauptcharakter, der taucht, wie das sein Name schon sagt. Und der ist hier in dieser Bucht angekommen und macht immer wieder Tauchgänge, um dem lokalen Sushi-Restaurant zu helfen und möglichst außergewöhnliche, möglichst coole Fische anzuliefern. Ah, geil, okay. Und dann machen wir da Essen draus. Also wir angeln, ja? Ja, quasi unter Wasser. Wir fangen unter Wasser. Wir haben halt so eine Harpune und gehen damit auf Fisch und alles mögliche Jagd. Ja. Was ihr hier jetzt gleich seht, ist tatsächlich mein durchgespielter Spielstand. Okay. Wir tauchen nicht zu tief, sage ich jetzt mal. Wir nehmen euch nicht viel weg. Wir halten uns zurück, was das angeht. Aber das ist Dave. Dave hat diese Harpune und Dave kann da jetzt rumtauchen. Und du siehst auch unten links schon den Sauerstofftank. Der ist bei mir jetzt schon relativ hoch. Das ist natürlich am Anfang ein großes Problem, dass man gar nicht so weit nach unten kann, aufgrund von den technischen Gadgets, die man hat, und aufgrund des Sauerstoffs, den man hat. Aber dann kannst du hier jetzt unterwegs sein. Wenn du willst, kannst du selber. Ich will unbedingt unter Wasser angeln. Mach das doch. Ne? Das hat der Chat schon gefeiert. Mit A machst du quasi, wenn du A gedrückt hast, hast du die. Und mit oben ZR kannst du dann abfeuern. Ach so, ich kann anvisieren und dann? Alles klar. Ja. Okay. Aber die kleinen Fische, die will er auch haben, der kleine Dave hier? Klar. Wir sammeln alles. Also, ich muss die Meere leeren, ja? Das ist mein Ziel. Du hast halt, du siehst auch da unten links noch, bei mir sind es jetzt 155 Kilo. Das ist einiges an Fisch, aber das hast du natürlich am Anfang auch noch nicht. Nee, du hast natürlich nur eine Handvoll, die du mitnehmen kannst. Und du musst halt mit deinen Ressourcen haushalten. Es hat so leichte Rogue-Elemente. Also es verändert sich schon einiges, je nachdem, wann du ins Wasser gehst auch und so. Also von der Atmosphäre ist es auf jeden Fall schon mal nice. Voll. Ich bin halt gerade frage ich mich, du sagst ja, es hat ein bisschen, also man kann tiefer tauchen, ne? Das geht ja irgendwann. Und ich kriege andere Areas und wahrscheinlich dann auch krasse Fische. Und das würde mich, glaube ich, schon interessieren. Oh ja. Also wirklich. Da gibt's schon einiges. du kannst auch mal weiter nach rechts schwimmen, da geht's auch irgendwann mal nach unten und so. Ja, aber der Bereich ist noch nicht leer. Also, den Anspruch darfst du nicht haben bei Dave. Okay, geht's weiter? Also du hast ja sehr viel Sauerstoff, du hast recht. Du kannst zum Beispiel da unten dieser Topf, da sind Kochzutaten drin. Allerdings. Ach, den habe ich gar nicht gesehen. X, wo ist X da? Lang drücken, ja. Okay. Und das ist so dein Favorite gewesen jetzt in letzter Zeit? Kann man so sagen? Ich habe über die Weihnachtsfeiertage
Dave the Diver komplett durchgespielt, weil ich habe es jetzt dieses ganze, also seit es rausgekommen ist, liegen gehabt und kam nicht dazu. Und dann hat Steffen noch, falls ihr es gesehen habt in unserer Jahreszusammenfassung, hat Steffen so unfassbar von diesem Spiel nochmal geschwärmt. Mm, das habe ich gesehen. Und Achtung, der greift dich an. Da habe ich gedacht, Steffen, sag mal, bist du dumm? Aber die Wahrheit ist nein, das ist geil. Am. Ja, was muss ich machen? Ah, nochmal? Nochmal, der hat mehr HP. Endboss, ja? Also, ja, klar. Und es gibt halt manche, je nachdem, was du für eine Waffe hast, du hast jetzt natürlich noch die einfachste Waffe. Wie, was gibt's denn noch? Gift, Feuer, Strom und so. Und dann gibt's ganz viele so kleine Minispiele, mit denen du die dann fangen musst und so. Strom ist richtig schlau, wenn man... Ja, du kannst schocken und und hast Strom und so. Wie viel? Also, es geht schon gleich, jetzt, ja? Musst du nämlich ganz doll A drücken. Ganz doll A drücken. Nochmal? Ja, verstehe. Das ist eins von diesen Mini-Events, die du triggern kannst, um den dann wirklich sehr stark geschafft. Den kannst du jetzt zum Beispiel mit Y mit deiner Drohne abliefern. Ach, Quatsch. Abholen lassen. Ja. Das wollen wir sehen. Davon habe ich zweimal oder zwei Drohnen. Ja. Es kommt die Drohne. Auch die gibt's nicht von Anfang. Aber ist jetzt kein großer Spoiler. Naja, auf jeden Fall bist du halt mit Dave. Doch. Dass James Cameron hier mit Titanic-Equipment ankommt, hätte keiner gedacht. Okay, da unten ist noch was. Okay. Ja, und du kannst halt auch so Schrott und so Zeug sammeln und du brauchst das halt, um neue Waffen zu craften. Du brauchst diese ganzen, da zum Beispiel ist auch so Seegras und so, das brauchst du halt auch fürs Sushi. Und da unten, jetzt unter dir ist noch eine Waffe. Warte, links, da. Wo hast du, warte mal, Moment. Geh mal weiter nach links, dann sieht man's. Das ist nur von dieser Koralle da. Ja, das ist jetzt eine Giftharpune, jetzt kannst du die Leute vergiften. Maloko im Chat hat geschrieben, dass Steffens Brandrede ihn oder sie, keine Ahnung, auch animierte, das Spiel zu zocken und zu kaufen. Ja, voll. Also mir ging es auch so, voll gut. Und für mich hat es sich richtig gelohnt, weil das für mich, wir spielen es gerade auf der Switch, wie man unschwer erkennen kann an den Joy-Cons. Das war für mich das Weihnachtsspiel. Also das war halt voll perfekt, weil ich immer rein und raus switchen konnte. Ich hasse Fische. Und ich hasse Fische. Ja, glaube ich. Du kannst einfach schnell rein, ja, klar. So, du kannst bei der Familie auf der Couch hängen und spielen, aber wenn jemand dir Kekse in die Hand drücken will, dann kannst du da auch super die Switch direkt wieder weglegen. Ich bin jetzt auch tatsächlich jetzt schon gehuckt. Ich kann dir aber nicht sagen, warum. Ja. Ich glaube, Alter, guck mal, das ist ein Hai. Ja, der ist stark. Ja, warte. Also du hast jetzt auch schon viel Leben, aber der hat auch so eine richtig krasse Schwanzflosse. Hallo. Ah, ich bin nicht so schnell wie er. Nee. Hallo, ich kann da nicht hinziehen. Da aber. Jetzt ist er vergiftet? Nee, was heißt das? Weiß man nicht. Ja, das heißt, dass ihm das Gift auch noch Schaden abzieht. Wie bei Pokémon. Aber der kommt nicht mit nach oben, oder? Doch. Der kommt mit nach oben? Zack. Du hast jetzt schon 86 nur noch. Und... Jetzt hat meine Sauerstoffflasche gegangen. Ei, tot. Zeig du mal, wie man das richtig geil zockt. Ich will mal ein bisschen Pro-Move sehen. Und das ist mein Buddy, der ist jetzt traurig, ja? Ja, Cobra ist ein bisschen traurig. Das ist der Typ, der dich ganz am Anfang in diese Bucht holt, weil er halt sagt, hey, mein alter Kumpel, der Sushi-Meister, der braucht deine Hilfe. Banjo heißt er. Okay. Und wenn du jetzt stirbst, du kannst halt eigentlich alles mitnehmen. Und das ist so ein bisschen das Ding, du musst halt haushalten. Wenn du stirbst, kannst du nur noch eine Sache von denen, die du alle gerade eingesammelt hast, darfst du nur eine Sache mit hochnehmen. Und das ist halt super ärgerlich, wenn du gerade auf irgendeine Quest hinfarmst oder so. Ah, ja, klar, okay. Ja, nehmen wir Schrott. Nehmen wir halt Schrott mit. Ja. So. Okay, du hast es ja eh schon durch. Hammer. Ja, was aber ganz cool ist, was ich euch eigentlich noch zeigen wollte. Der ist nicht traurig. Der macht einen Facepalm. Stimmt. Ja? Und Otten gibt's keine, soweit ich es gesehen habe. Das ist gut. Ganz gut, die armen Otten. Das kann man nicht. Heiligabend gab's Karpfen. Bei Sarah auch. Nur digital. Das stimmt. Nee, und da hinten ist schon das Sushi-Restaurant im Hintergrund zu sehen. Kann man irgendwie so eine Art leveln oder so? Kann man irgendwie, da gibt's ein Skilltree oder? Ja, es gibt halt zum Beispiel, also du hast dieses Smartphone mit der App, da sind am Anfang auch noch nicht alle freigeschalten. Ich zeige euch jetzt aber mal diesen iDiver. Das ist quasi, du gehst jeden Abend ins Sushi-Restaurant und verbringst da eine Schicht. Du hilfst da auch als Dave. Dave läuft da rum und verteilt das Essen und macht coole Drinks und so. Und Macht man auch? Ja. Das ist herrlich. Und hat dann am Schluss eine Einnahmen und die kannst du wiederum für viele Dinge ausgeben, aber vor allem halt auch hier, um dein Equipment hochzuleveln. Das ist zum Beispiel auch die kleine Drohne, die wir gerade gesehen haben. Die kleine Drohne. Und damit hast du halt mehr Sauerstoff, kannst tiefer tauchen und so und schaltest dir mehr von dieser Unterwasserwelt frei. Und es hat halt auch eine coole Story. Die
ist natürlich schwierig, jetzt so schnell zu zeigen, klar, und man auch will auch nichts vorwegnehmen, genau, aber ich habe da wirklich jetzt über 20 Stunden lang die komplette Story durchgespielt, weil es mir, weil es auch sehr abwechslungsreich ist. Was wir jetzt noch nicht gesehen haben, sind halt ein Haufen Minigames. Du wirst es, also man glaubt es am Anfang nicht, aber dieses Spiel besteht auch aus ganz vielen Genres. Also nach 18 Stunden zeigt das mir in einem Level, in einem bestimmten Abschnitt noch ein, ganz keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht gerade aus, wenn ich einen Twin-Stick-Shooter oder eine Mission, wo du mit einem Partner unterwegs bist und beide steuern musst oder sowas. Also hält dich bei Laune. Voll. Ja. Ja. Also was da an kreativen Ideen drin ist und auch an Charme und auch an Charakteren, hier im Weapon-Shop ist hier Duff heißt der, glaube ich, ja. Duff ist halt so ein Anime- und Waffen, also so ein Nerd. Das Spiel das bin ich, das bin ich in 5 Jahren, Lara, jetzt ganz ehrlich. True. Ja, die Knie werden immer schlechter, weißt du? Schwierig. Wann machst du das? Ja. Und es gibt, du kannst hier zum Beispiel, musst du auch alle Fische kategorisieren. Und das ist halt so eine Anlehnung an Pokémon zum Beispiel. Ja, da kommt so ein abgehalfteter Ash Ketchum vorbei. War ja nicht erfolgreich, Pokémon. Ne? Das kann ja hier guck auch nicht der. Und dann kannst du hier deine, kannst du hier quasi alle gotta catch 'em all, gotta fish 'em all. Aber das finde ich richtig sympathisch und richtig sweet. Ja. Und ich finde auch Fische irgendwie geil. Ich kann mir, ich finde ja auch ein Aquarium etwas Beruhigendes. Das heißt auch eben dieses erste Bild. Ich glaube, das mag ich auch sehr. Kombination mit der Musik und wie dann diese Fische, wie die da ein bisschen schweben. Ist ja erstmal nicht so hektisch, oder? Ja. Klar, wenn du angegriffen wirst schon, aber du kannst auch chillen. Ich konnte halt voll abschalten. Ich konnte befriedigst meinen Sammeltrieb, weil ich kann diese ganze Liste voll machen. Ich kann eine Aufgabe nach der anderen lösen. Ich habe aber keinen Zeitdruck. Mega. Großartig. Es passiert nichts Schlimmes, wenn du halt mal stirbst oder so. Und das ist jetzt das Sushi-Restaurant. Das Einzige, was ihr jetzt gerade gesehen habt, was mich nervt, und ich habe es auf der Switch gespielt, sind die Ladezeiten. Also du wartest halt wirklich zwischen jedem Szenenwechsel. Und wenn du ins Wasser willst, wartest du echt super lange. Das bist du jetzt, ne? Das ist Dave. Dave kann natürlich die Katze streicheln. Das ist richtig. Gott. Füttern zumindest. Das ist ein sehr wichtiges Feature. Das ist Momo. Was ist denn? Der verschwindet jede Nacht anscheinend. Dein neuen Freund. Oh, ja, Mann. Sag Bescheid, wenn du ihn nachts siehst. Ja, das ist halt Story jetzt von meinem Spielstand. Aber du kannst hier das ganz rechts, der die Messer wetzt, das ist Banjo, der ist schon von Anfang an da, dem gehört der Sushi-Laden und alle anderen habe ich mittlerweile eingestellt. Also ich habe jetzt mittlerweile 2 Köche und 2 Service-Mitarbeiter, die sieht man hier beim Personal. Die kannst du halt auch hochleveln, dafür kannst du auch Geld ausgeben, damit die halt cooler sind. Okay. Und mehr Geld reinbringen. Du hast halt so kleine Management-Aufgaben. Sushi-Syndikat, ey, das ist ja Hammer. Wirklich, es ist ja krass, es ist nicht nur, es heißt Dave the Diver, aber du machst jetzt Gerichte? Genau, und du kriegst halt ständig neue Gerichte. Du kannst auch, du musst die Gerichte freischalten über Instagram, nämlich Cookster. Ja, ich Instagram. Desto bekannter du auf Cookster bist, desto mehr von diesem Fame kriegst du halt und dadurch kriegst du neue Rezepte und so. Ja, und dann hast du da alle deine Zutaten und musst jeden Abend vor der Schicht hier so ein Menü zusammenstellen aus den Zutaten, die du schon hast und aus den Sachen, die du hast. Ach, Quatsch. Und du musst quasi haushalten, dir überlegen, wie viel Zeit ist in der Schicht, wie viele Elemente nehme ich aus meinem Ding und pack sie auf die heutige Tageskarte, weil alles, was du an dem Tag nicht verkauft kriegst, ja, vergammelt. Vergammelt. Ja, vergammelt, klar. Du kennst das ja. Ziel ist halt, dass du willst bist schon Geld verdienen, ne? Voll. Ja. Natürlich. Kapitalismus ist auch in diesem Jahr kein Problem. Fische töten Kapitalismus. Ja, es hat nicht die allergeilste Grundprämisse. Naja, aber es ist jetzt auch nicht weltfremd, sagen wir es mal so. Das stimmt schon. Und es ist, kommt mir bekannt vor. Chat, da könnt ihr doch alle mit relaten. Fischstäbchen habt ihr auch schon mal gegessen. So ist das. Also ihr habt eine Fischallergie. Und du kannst natürlich auch noch Deko für deine, du kannst das komplett alles mit Deko vollballern hier. Kannst du nochmal, kauf mal was, bitte. Irgendwas Schönes. Ich bin ganz ehrlich. Nicere Lautsprecher, wie findest du meine? Sollen wir die da ranpacken? Also, die haben halt, guck mal, die haben halt, siehst du das, die haben Hochtöner mitten und Bässe. Ist wichtig. Du hast jetzt gerade so eine Mischung aus mitten und Hochtönern in einem. Mhm. Fände ich schon geiler, wenn es differenzierter wäre, ja. Dann machen wir das doch. Okay. Finde ich gut. Ey, damit wir Trap hören können. Ja, ab morgen gibt's hier Trap bei Dave in seinem Sushi-Bude. Sushi-Trap. Ja, das ist im Grunde genommen erstmal Dave the Diver. Geh doch nochmal ins Wasser kurz. Bitte, das war so eine schöne Stimmung. Das musste ich jetzt auch sehen.
Chat, habt ihr, wer von euch hat's gespielt? Würde mich mal interessieren, haben viele gezockt. Und nur weil Sarah das jedes Mal predigt, und ich habe es gerade im Chat gelesen, ja, und ich glaube, du willst, wärst du gar nicht drauf eingegangen. Was denn? Dass da steht, aber das zählt doch gar nicht jetzt in die Spiel. Das predigt Sarah jedes Mal. Also, ihr habt genau die gleiche Meinung, ja. Aber du hast ja in der Eingangserklärung gesagt, das, was Jeff Keighley als Indie definiert, wird hier gezockt gerade. Genau, also wir wissen natürlich, dass bei Dave the Diver unfassbar viele Menschen mitgearbeitet haben und wir wollen heute auch den Begriff Indie nicht nochmal ausdefinieren. Ja. Wir haben uns jetzt gerade für die Sendung daran gehalten, was eben nominiert war bei den Game Awards dieses Jahr. Und weil Dave the Diver einfach auch ein tolles Spiel ist, unabhängig davon, wie viel Geld da jetzt dahinter steckt und wie viele Leute daran gearbeitet haben, wollte ich es euch auf jeden Fall nochmal mitbringen. Und es hat jetzt noch einen DLC gekriegt, einen kostenlosen, zu einem in Kooperation mit einem weiteren Spiel, das du noch nicht gespielt hast, das dir heute aber auch noch zeigen werde, weil das auch nominiert war, nämlich Dredge. Okay. Und das sind beides Spiele, die ich dieses Jahr unfassbar gerne gespielt habe. Und jetzt kam noch so ein Kollaborations-DLC raus. Den habe ich nämlich selber noch nicht gespielt. Ich habe den gerade noch schnell runtergeladen, aber ich glaube, das schaffen wir heute nicht mehr, weil da im Spiel Zeit vergehen muss, bis Nebel aufzieht und dann die Monster aus Dredge auch kommen. Okay, Nebel ist. Ey, du bist gerade sehr tief, glaube ich. Nee, ich bin erst mal 17 Metern. Wo sehe ich das? Unten links. Ach, da. Ja, jetzt sind wir 20. Das Sonnenlicht kommt bis ungefähr 100 Meter, habe ich gelernt. Könntest du ja ausprobieren. Ich weiß nicht, wie. Ob das hier auch. Jetzt sind wir wieder da, wo wir gerade eben waren. Der Thai ist aber nicht direkt hier. Aber es gibt zum Beispiel Quallen, die kannst du auch so nahkampfmäßig abmessern. Wenn du triffst. So. Okay. Ich habe es halt die ganze Zeit im Handheld gespielt und es ist gar nicht so einfach, weil dann sind die wirklich teilweise nur 2 Pixel groß. Ja, das hier ist so eine Garnele, die kannst du dann auch mit einem Kescher fangen oder so. Und man kann alles essen, ja? Ist das auch die Message so ein bisschen? Du kannst eigentlich alles essen? Eigentlich kannst du als Mensch alles essen, was du möchtest. Wirklich. Ey, es ist schon sehr beruhigend. Vor allen Dingen, jetzt gerade dir zuzuschauen, du erklärst das ja gerade fantastisch. Danke. Machst es mir auch sehr schmackhaft. Und ich könnte dir, glaube ich, gerade Minimum eine halbe Stunde zu gucken. Ja, es ist halt auch der Länger Soundtrack ich nicht, und so. Ich habe zu viel ADHS, aber eine halbe Stunde schaffe ich. Und du kannst es halt immer reinschmeißen, wie du es möchtest, ne? Also, ja. Für mich war es genau perfekt für über die Feiertage. Und ich glaube, damit können wir es auch. Entschuldige, bis 100 Meter musst du noch. Du hast mir das versprochen. Aufs physikalisch wirklich also, dann okay. Alle Leute, die sich nicht so weit spoilern lassen wollen, müssen jetzt kurz die Augen zumachen. Ja. Guck mal, das ist ein Seepferdchen. Und jetzt ist meins. so spiel. Ihr Schweine. Guck, der greift auch an. Hallo. Gibt es auch Barracuda. Irgendwann Druckausgleichskammer und so? Nee. Also doch. Du kannst dich. Wir kommen ja relativ tief. Ich zeig dir das auch gleich mal, wenn ich eins sehe. Es gibt quasi hier zum Beispiel, das ist nochmal ein zusätzlicher Sauerstofftank, aber es gibt auch so Exits. Also du musst nicht jedes Mal bis die 100 Meter jetzt wieder bis hoch, sondern du kannst auch an so. Und dann wirst du tatsächlich mit so einer wie heißt das, Druckglocke, ja, Sauerstoffglocke, irgend sowas. Abgeholt. Müssen wir die 1% Apnoe-Taucher aus dem Chat tragen, die wir haben. Ganz bekannte Community. Oh, das ist ein Hai. Alter. Das ist so ein Sägehai-Ding. Ja, weil es auch tief ist. Bam. Warte mal, was geht ab? Quicktime-Event, ich musste dem ausweichen, weil er ein krasser Typ ist. Ja. Du hast gerade so Haftminen? Ja, du hast deine normale Harpune und du hast immer eine weitere Waffe dabei. Ich habe den jetzt gemeint, habe ich ihn. Sympathisch, aber auch ein mieses Schwein so ein bisschen. Ja, Dave macht das alles mit einem Grinsen, kann man sagen. Fluchtkapsel, ja, geil. Ja, das ist so eine Fluchtkapsel, mit der lasse ich mich jetzt einmal. Wie tief bist du schon gewesen? Kann man, also das. Ja, kann man. Halt die Ohren zu jetzt, Leute. Ich glaube, über 3. Also es gibt verschiedene Bereiche auch noch. Okay. Mit ganz besonderen Fischen, aber es sind, glaube ich, über 350 Meter oder so. Ja, das finde ich schon immer. Jetzt? Ja, genau sowas. Oh, glücklich. Ja, Dave ist ein cooler Typ. Aber das ist auch das Schöne an Dave. Ich glaube, ja, der ist ein Lebemann. Der folgt seinem Herzen, weißt du? Und das ist seine Message. Nicht so viel nachdenken. folgt dem Herz. Fand ich richtig gut. Also habe ich noch nicht gespielt. Habe ich mir auch wirklich. Bei solchen Spielen bin ich ganz oft so, dass ich erstmal weggucke, weil ich denke, oh, da gibt es schon so viele von. Mhm. Und dann tue ich diesen Spiel noch Unrecht. Und deswegen herzlichen Dank fürs Zeigen. Finde ich richtig stark. Sehr gerne. Wer von euch würde es jetzt spielen wollen? Chat, wer ist dabei? Mein Stefan hat eine Brandrede gehalten. Sarah ist begeistert. Ich kann euch sagen, hier sieht es auch gut aus. Eins, Marzipanhans. Ja, dir.
Hi Kiki. Ja, drei Leute haben wir schon. Nee, wir haben sogar grade. Marzipan Hans hat 3 Einsen gegeben. Das zählt. Bin gerade am Spielen, okay. Ach, echt? Während der Sendung gerade angemacht, ja? Nice. Das ist natürlich geil. Du bist eine richtige Influencerin, Sarah. Das ist echt krass. Ich tue mein Bestes für gute Games. Naja. wir haben jetzt übrigens keinen Vorschau-Monitor mehr von uns selber. Deswegen schaltet doch mal vom Game weg, liebe Regie. Dann wechseln wir nämlich jetzt mal kurz das Spiel. Ist der ausgegangen? Ich weiß es nicht. Gerade war noch an. So. Damit ihr nicht hinter unsere krassen Kulissen wieder gucken könnt, guck mal, wie ich den HDMI-Port von unserem Fernseher weg. Ja, das wäre peinlich, weil die Leute denken, draußen, wir bei Rocket Beans nutzen noch kein HDMI. Diesen HDMI Anschluss des Pöbels. Von 2023. Ja, wirklich. Wir haben noch diesen reichen, goldenen Anschluss. ja, egal. Ja, egal. Blackmate, hallo, grüß dich. HDMI-Teufelzeugs, ja. Habe ich schon gespielt. VGA, stimmt eigentlich. Ich weiß nicht, warum es nicht geht. Dredge habe ich auch viel drüber gehört, aber es gibt zu viele Spiele, Sarah. Ja. Ich kann dir da jetzt nichts drüber sagen. Das, dafür bin ich ja da. Dafür wäre ja auch Walle da gewesen, aber jetzt bin ich ja hier und freue mich einfach, dass du mir das so erzählst. Mich wundert es ein bisschen, dass. Ach, jetzt geht's. Na gut. Dredge. Hätten wir jetzt schon Ton haben müssen, ne? Es hätte jetzt den perfekten Übergang gegeben, wenn ihr, wenn wir den DLC noch gespielt hätten bei Dave the Diver zu Dredge. Den könnt ihr aber selber ausgucken, wenn ihr den Bock drauf habt. Wir starten jetzt ins Hauptspiel von Dredge. Angler gesucht. Und der Look ist ja geil. Ja, das ist jetzt genau der Anfang vom Spiel und den gucken wir uns jetzt mal an. Das ist ein alter Kumpel von mir. Steffen Wichert heißt der, wirklich. Der sieht genauso aus. Hat auch in so einem Boot. Grüß dich, Steffen. Ist der auch da gestrandet? Ich habe lange nicht mehr gesehen. Auf der Leuchtturminsel. Nichts mehr von ihm gehört. Grüß Weiß ich nicht, ob das so gut für ihn wäre, denn in Dredge, da gibt es schon das ein oder andere Mysterium und vielleicht ist auch alles ein bisschen gruselig. Ist so. Muss ich rausgehen? Frag mal Steffen. Ja. Na gut. Dredge haben auch, glaube ich, ganz viele von euch da draußen dieses Jahr schon gespielt. Ja, zum Beispiel Wolfstrudel. Mhm. 2 Tage durchgezockt. 2 Tage, 23 Stunden, also 3 Tage eigentlich. Nee, innerhalb von 2 Tagen hat er 23 Stunden gespielt. Das heißt, du hast 1 Stunde geschlafen? Krass. Macht gleich süchtig. Okay, vielleicht hast du aber auch ein Problem mit Videospielen, Wolfstrudel. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich auch bei Dredge echt das zieht einen in seinen Sog, kann man sagen. Und das gibt's vielleicht auch den einen oder anderen im Spiel. Denn man landet als dieser Fischer-Dude auf diesem, ja, man strandet und landet auf dieser kleinen Insel mit diesem Dorf. Und was wir gleich sehen werden, ist, dass wir den Job annehmen als Fischer. Was können wir? Natürlich auch fischen. Mhm. Das hat dieses Jahr irgendwie so ein Thema, dieses Fischen. wir sorgen dafür, dass die halt auch Essen kriegen und dafür kriegen wir Geld und kriegen Unterkunft. Und dann wird es irgendwann Nacht und es ist vielleicht ein bisschen komisch da. Ich hab richtig Bock. Bock drauf. Ja, mach mal. Ja, der sieht aus wie ein Charakter aus Disco Elysium. Ja. Tatsächlich. Ich mag den Stil total gerne. Das Spiel kommt aus Neuseeland. Hat man ja auch nicht alle Tage. Und ist von 4 Leuten entwickelt worden. Aus Hopping. Ich weiß nicht, wo genau die in Neuseeland chillen. Ja, Großmeister. Okay. Hast du den Leuchtturm nicht gesehen? Er hat dich direkt angestrahlt. Naja. Neuer Fischer. Boot war kaputt. Also sie sind gestrandet und der Bürgermeister. Natürlich kommt erstmal der Bürgermeister. Ja, der ist ja klar. Schickt uns zum Fischen. Okay, der Nebel kommt nämlich in der Nacht und es ist wichtig, dass wir dann zu Hause sind. Sonst wird es unangenehm. Er weiß davon. Mhm. Großmark, wo was geht ab? Ablegen. Fahre vorwärts. Ja. Man kann mit dem Boot easy rückwärts fahren. Mhm. Ja, cool. Rückwärtsgang. Piep. Ja, wirklich. Und das ist aber schon mal richtig sweet. Mhm. Hammer. Aber das jetzt wird irgendwann gruselig. Hab ich Angst vor. 7.10 Uhr jetzt. Wir fahren raus. Dreh die Kamera, das muss ich glaube ich erstmal machen einmal. So, fahre zu einem Fangplatz. Das sind diese, Bobbles, die Fische. Ja. Ja. Okay, und jetzt soll ich A drücken, um zu fischen. Was mache ich? Aufgefüllt Bestand, Mittel, Fischen, starten. Ja. Okay. Und dann immer, wenn du im Grünen bist. Okay, cool. Kabeljau. Ja. Artdaten, der hinzugefügt. Okay, jetzt kann ich das platzieren, wie bei Resident Evil. Ja. Und natürlich macht es Fabian Käufer wahnsinnig, wenn man. Mhm. Wenn man Mach's einfach mitten rein. Wenn man sowas macht. Deswegen, ja, es ist Inventarmanagement, das Game tatsächlich. Also, das heißt, wenn er zuguckt, Grüße gehen raus.
So. Ja, anders als bei Dave the Diver spawnt hier manchmal, also gibt es hier eben auch den Bestand und der wird auch relativ schnell relativ niedrig und wenn die wenn der erschöpft ist, dann kannst du da auch nicht weiter Kabeljau rausziehen, aber du wirst gleich merken, dass dass bei jedem Ort, an dem du fischst, ein anderer Fisch kommt. Also wenn du da jetzt dreimal fischen konntest, kommt auch dreimal ein Kabeljau raus. Okay, also zum nächsten Bobble. Wir fischen mal ein bisschen. Da hinten ist was. Erleuchtet was. Ja, da will ich eigentlich hin, aber ich muss einmal noch hier. Guck mal, da, wie sie da im Kreis umherziehen. Das geht natürlich nicht klar. Stark. Blaue Makrele. Ja, war tatsächlich leichter, als es aussah. Trophäe. Aber wenn es ist eine Trophy. Also die ist schon besonders groß, gibt dann auch besonders viel Geld. Geil. Schmeckt bestimmt nicht besser, aber nehmen wir. Trophy. Trophy-Fisch. Ja. So. Ja, ich muss gleich tatsächlich meinen... Aufräumen. Den Gag war es wert. Ja, tatsächlich. Muss ich auch sagen. Dann mache ich noch einen, hier so hin. Stark. Ah, verklickt. Gut, kein Problem. Der passt dann noch. Passt auch noch rein? Ja. Noch mehr. Wird noch mehr. Kannst auch jederzeit aufhören an dem Ort. Ja, gut. Danke für den Hinweis. dann gehe ich mal zum Gelben. Die Zeit läuft nur weiter, wenn ich mich bewege. Verstehe. Ja, ist auch wichtig. Da liegt noch. Da liegen Ressourcen rum. Okay. Aber ich habe nicht mehr so viel Platz im Inventar, deswegen geht's natürlich nicht. Da ist eine Flaschenpost oder so. Wegsammeln. Okay, 1. August 1927. Ist tatsächlich eine Message, okay. Mhm. Der Kajüte hinzugefügt. Was ist hier? Das ist mein Inventar. Kajüte. Nachrichten. Wir hatten in den Seichengewässern hinter Großmarkissen einen kleinen Unfall. Nichts taucht plötzlich ein Felsen von uns auf und das Boot rammte ihn. Der Rumpf wurde nicht durchschlagen, aber wir wurden ordentlich durchgeschüttelt. Und ein paar Sachen gingen über Bord. Wir haben nicht gesehen, was es war. Aber glauben, es war nichts Wichtiges. Natürlich. Das ist immer die beste Erkenntnis. Wir haben nicht nachgeguckt, was rausgefallen ist und wer rausgefallen ist, aber es war bestimmt nicht wichtig. Okay, also man kriegt auch ein bisschen was zur Story. Genau. Vermittelt. Du kriegst hauptsächlich darüber und über die Charaktere, die man trifft, Story-Pieces, kann dann auch Orte untersuchen gehen und so, deswegen... Ach, das kannst du noch gar nicht. Hat das Boot ein Turbo, so Nitro, NOS? Noch nicht. Ah ja, verstehe. Für alle Leute, die gestern Aber jetzt wird es schon dunkel, ich würde langsam zurückfahren. Die gestern noch Need for Speed Underground 2 gezockt haben. Wo ist denn mein Ort? Links, ne? Der da hinten. Der Leuchtturmort, ja. Ja. Er hat ja auch gesagt. Oh, das wird schon knapp. Guck mal. Oben in der Mitte das Auge. Ist das Auge erschienen. Sauron, bist du's? Aus Neuseeland, da ist er auch wieder. Das ist dein Panikmeter, das finde ich ganz schön. Ach, ja komm, aber hin. Also du kannst mit LB kannst du Scheinwerfer anmachen und so. Okay. Gut, dann ist ja kein Stress. Ja, Panikmeter. Nebel und andere Dinge können deine Panik steigern. Reduzieren lässt sich das durch helle Scheinwerfer und ausreichend Schlaf. Aber dass er jetzt schon Panik hat, ne? Na gut. Ja, der hat ja gesagt, er soll nicht im Dunkeln raus. Hallo, kann ich jetzt hier raus? Da. Hat er gesagt. Ja. Der Bürgermeister wartet. Ja, sehr gut. Ein Boot sprechen. Was ist mit meinem Boot? Du kriegst ein neues Boot. Oh, ein Ersatzboot. Nehmen wir an. Darlehen. Sehr kapitalistischer Name. Ja. Ein winziger Teil deiner Fischfangeinnahmen der Schuldbegleichung dienen. So ein kleiner Tom Nook wie bei Und ein kleiner Teil der Zinsen wird in Stadtverschönerungsmaßnahmen investiert. Und am Ende kriegst du nichts. Im Leben gibt's nichts umsonst. Ist echt so, Hammer. Bürgermeister, danke, dass du das nochmal kurz zusammenfasst. Ja, aber der Chat sagt schon richtig, Angeln und Kapitalismus zieht sich durch das Indie-Spiele-Jahr 2023. Ich hab's verstanden. Es ist echt so. Ja, dann mein Lager Fischhändler. Das klappt so auf. Gehen wir da mal hin. Schäbige Hütte am Rand des Marktplatzes. Der allgegenwärtige Geruch von Fisch erfüllt die Luft. Liegen sind am Start. So, ich bin... Ja, überrasch mich. Kriegst was. Was mit dem anderen denn passiert, mit dem anderen Fischer? Okay. Kommen wir zum Geschäft. Er will es mir nicht erzählen. Je größer und frischer, desto mehr Geld gibt es. Genau. Ja, andere Inseln bezahlen die vielleicht mehr. Auch ja, gut. Aber du hast ja noch Schulden. Ja, verstehe.
Ja, ich habe hier ganz viel Stuff. Warte mal, kann ich allen Fisch verkaufen? X alles ja, verkaufen. Auf jeden Fall. Schulden? Gar nicht mehr so viel. Ich habe nur noch 13 Dollar Schulden. Du hattest 50. Ja. Ist ja mega, das Angelgeschäft. Ich kündige. Tschüss. Ja, tschüss. Ich gehe angeln. Das ist ja Hammer. Okay. Ja, vielleicht hat es einen Haken. Ja. Verstehst du? Haken? Ganz, nee, kannst du doch mal erklären, was du meinst. Ich verstehe es nicht ganz. Danke. Was? Dann andenken. Was ist es? Was hat er? L? Objekt. Forschung? Ja, gibt her. Dann hier. Ja. Okay, Schiffsumbauten, wofür brauche ich die? Aber sollte mir selber erzählen. Yo! Die ist ja cool drauf. Ja, die kümmert sich um den Ausbau von deinem Schiff. Das ist die einzige, die arbeitet an dem Ort. Und hier Umbauten von dem. Bezahlt wird im Voraus. Okay, alle wollen sie Kohle haben. Das Kohle liegt, glaube ich, nur am Bürgermeister, wirklich, ehrlich. Ja. Kann sie flicken. Sehr gut. Sieh mich um, auch denke größer, das Ausrüstungsteil ist länger, dauert einmal. Ja, ja, dann bau doch das ein. Geht es? Nehmen? Nee. Nee? 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 Nicht mehr. Boah, ich weiß gar nicht mehr. Reparaturmodus aktivieren, alle reparieren. Ich habe ja nicht Schrott. Nee, ich glaube, das musst du bei entwickeln. Entweder ist es ganz rechts, dass du Sachen entwickeln kannst. Genau, und du kannst bei ihr halt jetzt... Ich kann was kaufen. Ja, du kannst bei ihr Sachen kaufen, du kannst bei ihr neue... Du siehst jetzt hier gerade, bleib mal da drauf, Fischarten Flachwasser. Du kriegst quasi verschiedene Angelapparaturen später für verschiedene Arten von Fisch, weil manche gibt's nur, also hat man auch im Trailer gesehen, aber es gibt zum Beispiel einen Lava-Ort, da kannst du nur mit der Lava-Angel angeln oder hier kannst du mit Flachwasser, du kriegst quasi verschiedene Typen von Angeln, die dann für verschiedene Fische da sind. Und du hast jetzt gerade fangbare Fischarten oben rechts auf deinem Schiff, sind alles in Küstennähe. Weil du die Angel, deine Standardangel ausgerüstet hättest und mit einer von den Angeln könntest du jetzt auch noch schon mal Flachwasserfische. Ja, soll sie einbauen? Soll sie einfach direkt einbauen? Das geht nur auf diesen, da wo die Haken sind. Verstehe. Dann machen wir fertig. 2 Stunden. Ja, ich gehe erst morgen wieder raus. Ja, ist egal, wir gehen noch ins Bett. Ja. Und wenn du mehr Motoren einbaust, bist du schneller. Wenn du mehr Licht einbaust, bist du kannst du mehr sehen, bist du mehr geschützt und so. Hammer. Ruhen, oder? Du kannst da jetzt rechts noch auf das Ausrufezeichen kurz. Das ist nämlich, da gibst du diese Dinger aus. Okay. Da kannst du nämlich, da musst du nämlich erstmal diese Sachen quasi craften, bevor du die kaufen kannst. Vulkanisch, Mangroven, aber auch Flachwasser. Flachwasser. Lachwasser. Abyss, Saal, Hadal. Ja. Das ist richtig heftig. Ozeanisch. Okay, das holt mich auch wieder ab, muss ich sagen. Ja. Weil man will's haben. Es gibt halt diese Trees, die du freischalten willst. Es gibt immer weiter Dinge, die du freischalten kannst für dein Boot und so. Das ist schon... Siehst du das? Dieses Raumschiff? Ja. Das will ich haben. Ich will die Turbinen haben für mein Boot. Ja. Körbe, Netze, was haben wir noch? Da kann ich noch nicht hin. Ja, und was du halt noch brauchst, sind quasi diese Ressourcen, die da rumliegen. Zum Beispiel diese Holzplanken oder so, die wir gerade noch nicht einsammeln konnten. Solche Sachen. Ah, okay. Da habe ich was eingebaut. Ja, und dann ist es halt so eine Mischung aus Erkundung. Du hast ja gerade schon eine andere Stadt gesehen. Mhm. Die Map ist noch viel größer als das, was du jetzt natürlich gesehen hast. Du musst dafür dein Schiff immer weiter ausbauen, weil du gar nicht so weit fahren kannst am Anfang, weil du noch nicht schnell genug bist, um, bevor es wieder dunkel wird, woanders anzukommen und so. Und so ist das halt so ein relativ seichtes, aber storymäßig angenehmes und vor allem mysteriöses, weil was passiert alles in der Nacht? Ja, was passiert denn alles in der Nacht jetzt? Ja, was ist denn da los? Es gibt schon coole Sachen. Also, du kannst das so ein bisschen debunken, indem du sagst, nachts nie da. Nee, indem du, ja, du musst das Mysterium für dich so ein bisschen selber aufrechterhalten, weil wenn du einfach nur durchballerst, hast du recht schnell, glaube ich, alle Gefahren gesehen und findest es nicht mehr so gruselig. Ich habe aber halt aktiv drauf geachtet, wirklich bei Nacht zu sagen, vielleicht noch kurz dahin, aber dann wirklich nach Hause. Und das hat mir diese gruselige Stimmung so aufrechterhalten, weißt du? Ja, bei mir wäre die direkt da, weil ich bin wirklich da ein kleiner Schisser. Ja. Aber wird es so sein, dass du kommst zwangsläufig in die Nacht, weil du willst weiter angeln und bist draußen, ne? Ja, ja. Es tauchen halt teilweise zum Beispiel
Felsen auf, wo vorher keine waren. Du bist ja bei Nacht da schon unterwegs, wenn es stockdunkel ist und du willst da zurück und vor allem du beeilst dich dabei, knallst du in einen Felsen, den du vorher nicht gesehen hast. Und wenn du jetzt gegen den Felsen fahren würdest, nimmt dein Boot Schaden, A, fallen Fische wieder raus und B, gehen diese Dinge auch kaputt und du musst wieder zu der Schiffsbauerin von eben zurück und Geld ausgeben dafür, dass deine Angel zum Beispiel wieder funktioniert, die du dabei hast. Ah, okay. Solche Sachen. Gibt's so eine Flunder. Flunder. Ja. Die schon mal, die habe ich einmal in echt an einem See gesehen. Echt? Das kann eigentlich gar nicht sein, weil an einem See, glaube ich, leben die eigentlich nicht. Leben die nicht im Meer? Ja, gibt's, Leute, kann es sein, dass Michael Krugmann mal an einem See eine Flunder gesehen hat? Kann das sein? Oder ist das eine große Lüge? Bald bei X-Faktor. Ich find's lustig, wenn dein Kumpel einfach die Flunder vorher da reingelegt hätte. Das ist möglich, aber ich bin sehr erschrocken. Also sie eigentlich die ganze Zeit auf der Rückbank in so einem durchsichtigen, in so einer Tüte, in so einer Fischtüte. Also es war auf jeden Fall so ein Fisch, wo die Augen auf dem Kopf waren, aber... Würde mich nicht flundern, schreibt. Mit auch nicht flundern. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht erzähle ich euch gerade einen vom Fisch, aber ich weiß es nicht. Was hast du vorher konsumiert? Das waren so... Irgendwie so Champignons, keine Ahnung. Habe ich im Wald gefunden. Das ist ganz gut. So, jetzt wollen wir wieder zum Fischhändler. Richtig? Ja. Das Lager ist voll. Erzähl von deiner Bestellung. Hat er noch eine Bestellung für mich? Ja, der gibt dir halt. Es gibt halt viele Nebenquests auch, ne? Okay. Guck, der will zum Beispiel eine Golfflunder, die hast du gerade schon gesammelt. Oder einen grauen Aal will er haben. Reinen Aal, sag ich. Luschwasser. Flachwasserfische. Ich bin ganz durcheinander von den ganzen Fischen heute. So viele Fische schon jetzt. Toll. Deswegen passen die zwei Spiele ja auch so toll zusammen. Ja, deswegen gibt es ja auch den DLC. Was mache ich? Mission Enzyklopädie? Nee, du kannst jetzt quasi einen von diesen. Links sind die Sachen, die er braucht, und du kannst jetzt quasi eins rüberziehen von deinen. Achso, aber habe ich. Ist es das? Ja. Ja. Den anderen habe ich aber noch nicht. Nee, muss er abbrechen. Ich kann ihm jetzt nicht die anderen geben? Nee, also geh mal aus dem Menü raus, geh mal jetzt auf B. Das war ja nur für die Nebenquest und du kannst jetzt quasi jetzt ganz alles verkaufen. Gut. Ich würde sagen, das wäre auch anstrengend. Guck, $21 irgendwas musst du ihm jetzt nochmal zurück, musst du ihm noch ungefähr bringen. Du hast schon über die Hälfte von deinen Schulden abbezahlt. Ja, dann suchen wir nochmal. Und dann startet halt ein cooles. Haben wir denn die Karte schon? Geh mal auf Y. Nee, wir haben die Kajüte. Doch, geh mal rechts. Kajüte und jetzt Karte nach oben. Ja. Das ist die Karte und wir sind jetzt in Großmark genau in der Mitte und ich würde sagen, ich habe 4/5 davon habe ich selber damals schon mir angeguckt und es gibt zusätzlich zu all dem gab es jetzt nochmal ein DLC mit so einer Eiswelt, meine ich. Ach geil. Ja, Hammer. Okay, kann man sich auf jeden Fall drin verlieren. Voll. Und es gibt halt in jedem, du hast ja gerade gesehen, es sind so 5 große Inseln. Und da drumherum gibt es halt auch jeweils eine Story. Ja. Jeweils musst du auch erstmal an die Inseln teilweise rankommen, weil irgendwas das verhindert oder so. Ja, super. Jetzt hast du deinen Aal. Ich will noch einen Aal haben. Das ist aber, den einen brauchst du für den Fischer auf jeden Fall. Da hast du deine erste Mission schon abgeschlossen. Aber ich hasse Fische. Ich will sie alle ausrotten. Es ist aber auch schon 19 Uhr, ne? Ein gutes Meer ist leer. So sagt man es. So jetzt, ja. Gut. Wann wird es wieder dunkel? Mach mal Licht an hier. Ja, bringt dir noch nicht. Das ist die falsche Insel. Ja? Ja, du musst zum Leuchtturm. Naja, ja. Bin ich weit weg. Eigentlich will ich auch gern wissen, was passiert. Guck! Einfach ein Stein. Warum verschädigt? Tja, hab ich hingeguckt. Ja, habe ich auch nicht mit gerechnet, sag ich ganz ehrlich. Wahnsinn. Ja, bin ich hier aber safe? Es gibt eben auch... Einige, ja, da schon, glaube ich. Es gibt halt auch einigermaßen mysteriöse Kreaturen und so Sachen. Das okay, pass jetzt, auf. Es bleibt nicht nur bei Steinen, möchte ich sagen. Ich möchte jetzt meinen Fisch abliefern. Ja. Und dann möchte ich nochmal raus, ja. Und zwar so weit du kannst, einfach nur um zu gucken, was abgeht. Ich bin neugierig, ich sag's dir ganz ehrlich. Bin sehr neugierig. Dann machen wir das doch. Ja, guck mal, jetzt kriege ich noch ein bisschen Geld. Gut, gut. Ich weiß gar nicht, wie viel am Anfang wirklich passiert. Du gehst auf jeden Fall Game Over, wenn ich irgendwas... Ja. Du hast jetzt schon einen Schaden und wenn du 3 hättest, dann gehst du Game Over. Und 3 Schaden? Echt? Ja. Bin gespannt, was passiert. Momentan habe ich 3 Spaß und 1 Schaden. Mal gucken, ob wir es umdrehen können. Ein Spaß und 3 Schaden. Jetzt geht's raus. Du kannst auf jeden Fall versuchen, da so rechts, weil geradeaus kommt ja die Insel, aber rechts kommen halt auch irgendwelche Steine direkt. Ja.
Das ist wirklich sehr dunkel. Mal gucken, ob du durchkommst, ohne an den Steinen hängen zu bleiben und um noch irgendwas zu triggern an. Guck, jetzt ist dein Panikmeter schon höher. Das Auge ist schon rot. Es ist mein eigenes Auge. Okay. Oh, oh. Die Lampe geht aus. Ja. Versuchst du nochmal anzumachen? War das nur so ein Timing-Ding? Weiß ich nicht. Ja. Wo seid ihr jetzt? Dave, kommt doch einfach her! Kommt wirklich? Doch her! Wir sind doch hier! Was ist nochmal mein Name? Steffen, ne? Steffen Wiechert, habe ich gesagt. Der hat nämlich keine Angst. Der hat nämlich keine Angst hier. Ja, ich meine. Bis jetzt passiert noch nichts. Ist das schon mal so gemacht wie ich, so ganz wild? Direkt am Anfang nicht, nee. Oh! Oh, was war das? Da war was im Wasser. Direkt angucken. Sieht man aber nicht mehr. Ja, normalerweise wird es halt so, also es wird ja so blurry im Hintergrund, spiegelt hier aber auch einigermaßen. Es wird auch auf jeden Fall schlimmer. Also irgendwas passiert ja auf jeden Fall. Ja, ja. Und ich glaube, ich will es auch nicht mehr erleben. Können wir es weglegen, krieg Panik. Wirklich. Ja, ich habe Angst. Wirklich. Nachher kommt da irgendwie so Loch Nessie oder so. Also ich habe es noch nie versucht, so direkt rauszufordern, aber das kann halt auch durchs Spiel... Desto länger wir spielen, kann es natürlich auch sein, dass dann irgendwas kommt, ne? Gefällt mir auch gut. Ich kann mich jetzt gar nicht entscheiden, was mir besser gefällt. Ich mag dieses Wasserthema. Ist das irgendwann Fleißarbeit? Ja, schon. Also du musst schon drauf stehen, diese Fische generell, glaube ich, also Angeln ist ein Thema, wenn du keinen Bock auf, viele Leute haben ja keinen Bock auf Angeln in Videospielen, das ist ja auch so ein Meme so ein bisschen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, das ist auch so eine beruhigende Tätigkeit halt einfach und ich fand auch die Story echt nett. Du merkst, dass es halt ein relativ kleines Spiel ist, von wenig Leuten entwickelt und auch ein Erstlingswerk. Aber ich würde mich total freuen, wenn sie das weiterführen oder einen zweiten Teil machen, der noch mal größer ist, weil die Storys drumherum schon echt schön sind. Glaube ich. Ja, und der Look ist cool. Mhm. Was sagt der Chat? Meinung zu Dredge? Jetzt mal kurz abfragen. Eins in Chat, wenn ihr es mögt oder schon gespielt habt auch. Maximus Aurelius! Daumen nach unten. Daumen hoch. Gute Musik, eins. Doch, Chat ist sich... Oh, guck mal. Ja. Eindeutig. Viele Einsen. Megaspiel. Dredge the Diver. Finde ich gut. Sieht unterhaltsam aus. Finde ich halt auch. Auch da wieder, da würde ich auch gerne dir zugucken, die nächste halbe Stunde investieren. Gucken, wie du das zockst. Vielleicht bleibe ich auch dran. Also, weil es ist ja schon geil, Progress zu sehen. Ja, voll. Und zu schauen, wie geht's weiter und was passiert in der Story. Finde ich auch total gut. Ja, ist halt doof, wenn man sowas auch dann vorwegnimmt, so, ne? Ich bin enttäuscht, dass wir Nessie nicht gesehen haben. Ja, ja, ich war andersrum. Ich war überrascht, als ich gewisse Dinge in diesem Spiel gesehen habe, die ich eigentlich nicht sehen wollte. Hab selber auch. Zwei Meldungen, also viele positive Stimmen. Ja. Aber um es jetzt hier mal neutral zu halten, auch zwei sagen, die sagen, nö, nach ein paar Stunden hat es mich auch wieder verloren. Ja. So ist es halt dann mal, ne? Voll, aber kann ich nachvollziehen. Ich hab's auch nicht durchgespielt. Ich hab's echt ein paar Tage mitgenommen und hab eine Freundin von mir jetzt gebacksiedet, die war übers Wochenende da und wir haben das so gespielt und sie hat eigentlich nicht so viel mit Videospielen am Hut, aber meinte, hey, mach doch noch das und fahr am nächsten dahin und so. Und als sie dann wieder weg war, habe ich es jetzt auch nicht alleine komplett zu Ende gespielt, weil dann schon wieder das nächste auf der Platte lag. Okay, aber ich habe eigentlich Bock, das zu Ende zu spielen. Das war so der Gabentisch ist reich gedeckt. So ist das. So. Dieses Jahr, es ist halt auch 2023 gewesen. Ja. Ne? Also das Spielejahr. Und in diesem riesigen Spielejahr ist noch ein Spiel rausgekommen. Call of Duty. Viele von euch Safe nicht auf dem Schirm hatten. Sagt dir Venba was? Mir sagt das absolut gar nichts. Das ist total schön. Ich habe es auch, falls ihr mehr dazu hören wollt, einmal im Game Talk besprochen. Und Ilias hatte auch viele schöne Dinge dazu gesagt. Venba ist ein Spiel, ein Kochspiel. Okay, geil. Wir haben noch nicht Sushi, haben wir schon zubereitet. Hast du nicht gesehen, aber hätten wir zubereiten können bei Dave the Diver. Aber du hast so ein bisschen einen roten Faden heute versucht reinzubringen, oder? Das war Jeff. Ja. Dave. So ein kulinarischer roten Faden, der soll es schon geben. Venba, okay. Venba ist ein sehr kleines Spiel. Und zwar geht es da um eine Familie, die ursprünglich aus Indien stammt und nach Kanada emigriert. Mhm. In den 80ern. Okay. Und das ist Venba. Und die ist hier mit ihrem Mann zusammen. Und es geht darum, die Geschichte der Familie über einige Zeitsprünge so mitzuerleben. Und also es ist auch so ein kulturelles Spiel so ein bisschen, voll. Oder? Ja? Okay, naja. Cool.
Aus der Sicht von ihr sozusagen. Genau. Ah, das ist interessant. Und es ist halt, also ihr werdet es gleich sehen, es ist sehr viel Dialog und es ist ein Storyspiel und man kocht ab und zu. Okay. Und es geht darum, dass sie aus Indien das Kochbuch ihrer Mutter, glaube ich, mitgenommen hat, aber viele kleine Sachen in dem Buch sind rausgerissen oder verwischt oder so. Und über die Jahre, bevor man diese Rezepte eben über die Jahre verliert und so ein bisschen auch die Identität aus dem anderen Land verliert, versucht sie das wieder so herzustellen. Ach, mega. Und dann spielst du halt so ganz kleine Minispiele, wie man eben das Essen zusammen, du hast den Text oder die Anleitung vom Rezept und es fehlen einzelne Sachen und du musst es aber halt richtig zusammenbauen. Okay, geil. Total. Klingt super sweet. Low-key, also es ist einfach gehalten. Naja, aber eigentlich ist es von der Message deeper als ich mache nur die Meere leer. Ja, ja, auf jeden Fall. Also. Es ist ein Storyspiel. Und, Hammer. Genau, da. Ich esse gerade Baguette. Jetzt das ist halt schwierig jetzt in so einem Kontext. Ich weiß auch nicht, ob wir das jetzt komplett so lange spielen wie du die meinst, anderen Sachen. Du meinst, dem jetzt eine Bühne zu geben, ne? Eine Bühne zu geben ist ja super schwierig. Ich wollte es nur heute nochmal mitbringen, weil es halt viele Leute nicht kennen. Ich habe es tatsächlich im Game Pass entdeckt gehabt. Mir wurde jetzt aber in Vorbereitung auf die Sendung gesagt, dass es aus dem Game Pass schon wieder raus ist, leider. Sonst hättet ihr euch da halt angucken können. Max direkt, er kann halt auch nicht kochen. Nee. Das ist gleich schon unsympathisch. Wenn ihr euch männlich versteht draußen, lernt kochen. Wirklich. Es gibt euch, es erweitert euren Horizont. Nicht immer nur den Doktor aus dem Kühlschrank. Ja. Weißt genau, aber auch er hat auch seine ganz eigenen Probleme damit, in dem neuen Land zu sein, tatsächlich. Ja, gut. Sagen sie immer. Kaffeemaschinen. Und sie denken sie, ach komm, fuck, ey. Ja, ja, geht's halt noch nicht so gut. Nudeln machen ist auch kochen, das stimmt tatsächlich. Gute Nudeln, kannst du nicht sagen. Aber ich will schon so ein bisschen herablassend sagen. Nicht einfach nur okay, sondern ich sage, ja, dann mache ich's halt. Ja, warte bitte 5 Minuten. 5 Minuten, krass. Wirklich? Nein, nein, nein. Ich hab ja auch Hunger und du bist dumm. Ja. Ja, schade, dass sie nicht so gut geht. Also das macht mich schon gleich traurig. Geht nicht gut, aber sie muss am Essen machen. Da gibt's keine Ausreden. So ist das. Und ich glaube, das ist eine Decke aus dem Flugzeug, ne? Ja. So eine Reisedecke. Stimmt. Oh Gott, sie sieht richtig fertig. Ja, sie ist ein bisschen arg fertig. Okay, lass uns aber schnell kommen, Mann. Okay, obwohl, ja. Das ist das Buch. Mir geht's super schlecht. Aber lass uns doch gleich das jetzt an. Ja. Ja, und man lernt halt viel über die Küche. Also man lernt so ein paar, was für die was so Grundrezepte sind oder was so bei uns typisch Hausmannskost wäre. Lernt man auch so ein bisschen über das Spiel kennen, wenn man sich da halt auch gar nicht Hammer. So mit beschäftigt hat vorher. Okay, erstmal ein bisschen Musik anmachen. Erstmal Mucke. Hammer. Och, geil. Okay, ja, das ist mein. Ja, gib erstmal das Rezept her. Ja. Idli. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, keine Ahnung. Ja. Towel Cooker. Mhm. Also, es werden irgendwie so kleine. Genau. Dingsies, keine Ahnung. Fingerfood, so scheint es mir. Mhm. Holes to let steam through, okay. Und da ist was. Make sure to. Ja. Or it will leak. Mm. Und man soll die Platten so anordnen, dass sie halt so verdreht sind quasi. Okay. Mhm. Ja. Ah, aber sie hat es gerade schon gesagt mit den Towels. Dann würde ich sagen, das ist eine Idli Plate. Warte mal, wo die kommt? Hier rein, oder was? Ja. No point putting the plate without batter. Was ist? Achso, du musst den Teig in den. Ich glaube, auf die Platte, auf die einzelnen Dinger. Ja. Ah, okay, ich dachte, das macht sie dann gleich. Ja. Ich würde es da in dem Topf machen, weil ich hätte Angst, dass ich klecker. Ein Taul dazwischen. Nein. Okay, dann. Kommt noch so eine Platte, glaube ich. Okay. Ah, ganz oben. Was wird so gedämpft? Na klar. Ja. Hallo. Du musst aber drehen. Macht sie das alleine? Nein. Bist du da? Aber nicht alle. Moment. Nee. Hallo. Muss wieder raus. Oh. Ja.
Oder hätten wir es erst drehen müssen? Das wäre aber richtig geil. Ach, du kannst mit B kannst auch wiederholen. Okay. Na gut. Alles von vorne. Du schaffst das. Na klar. Jetzt dreh ich die schon mal. Ja. Warte mal, so, warte, alle? Da, so, so, nee, so ist richtig. So ist richtig. Ich bin gestresst schon. Ich bin halt die Frau gerade, weißt du, und mir geht's nicht gut. Das stimmt. So. Jetzt kannst du es nochmal drehen, weil du jetzt kannst ja alles nochmal drehen. Ah, perfekt, ja. Ja. Ja, so macht man Idli. Ich habe auch noch nie mit so einem Idli-Kocher gekocht. Nee. Aber Idli ist schon. Ach, Mel drin. Schreibt, das hat sie auf dem Play-Festival gespielt. Cool. Hallo, Mel. Hallo, Mel. Großes neues Jahr. Aber jetzt nehmen wir halt Wasser. Ja. Irgendwie wird es ja gehen. Wasser drauf. Ist schon drauf? Vielleicht Taul drauf. Nee. Okay. Was haben wir denn noch? Den Deckel. Aber Deckel warum braucht es denn Taulen? Das Handtuch nicht. Vielleicht jetzt? Überhaupt keinen Sinn ergeben. Nee. Kannst du es anmachen? Ja. Ja. Alle Taul, ja. Vielleicht brauchen wir das gleich zum Rausnehmen oder so. Ja, ist doch komplette Sauerei. Spit everywhere. Ja, deswegen wollten wir ja. Ach so, Taul erst auf. Ja, ja, okay, von vorne, ich hab's verstanden. Das war das mit dem Leaken, was wir nicht tun sollten, haben wir gerade gelesen. Da. Ah, ja. So, wir wollten euch nur zeigen, wie es nicht geht. Ja. Eigentlich hat Sarah für mich so einen IQ-Test gerade vorbereitet, um dann zu sagen, ich wusste es immer. Seht ihr, wie dumm Krogmann ist? Nein, ich hab's auch komplett vergessen. Das ist auch schon eine Weile her, dass ich es gespielt habe. Er weiß nicht, dass Eis schmilzt. Ist der dumm? Wirklich. Ja, herrlich. Idli Plate. So, jetzt riecht wieder alles. Aber weißt du, mein Oma hat immer gesagt, man kann ruhig dumm sein. Man muss sich nur zu helfen wissen, Sarah. Das stimmt. Und wir wissen uns zu helfen, indem wir es einfach normal machen. Ja. Und jetzt kommt der Deckel drauf. Wasser drauf. So. Sehr gut. Jetzt an. Mach an den Bums. Mach an. Alright. Ja, jetzt wird es ja kein Problem mehr geben. Wir haben immerhin alles verwendet, was wir gefunden haben. Ey, das ist jetzt eigentlich der Hauptbestandteil des Spiels, ja? Ja. Ja, Hammer. Also es ist tatsächlich mehr Dialog folgen und Story verfolgen als kochen, aber es finden halt, das habe ich gespielt, das geht auch nur so 2-3 Stunden. Ach, okay. Es erzählt halt einfach einmal ihre Geschichte. Ja, sehr gespannt, ob der Mann jetzt zufrieden ist. Oh, ja. Guck mal. We did it. Ist das so ein eingelegter Fisch? Da? Was ist das? Nee, Curry, ne? Nein, das ist Soße, ja, würde ich sagen. Was? Aber ich habe leider nicht checkt, was Idli ist. Ich auch nicht. Es sind halt irgendwelche Teigbällchen. Ich glaube, ich würde es mögen, ehrlich gesagt. Ich auch. Lecker aus. Mhm. Die ist auch viel glücklicher. Ja, es hat einen Grund, warum es ihr gerade nicht so gut geht. Aber den erfahrt ihr vielleicht, wenn ihr selber spielt. Wir gehen nämlich gleich in eine Werbung. Ja. Und dann gucken wir uns noch mal so viele coole Indie-Spiele an, die bei den Game Awards dieses Jahr nominiert waren. Ich Progi kann nicht loslassen. Naja, du hast ja auch gerade wirklich einen Typen hingesetzt, der auch sehr, sehr schnell sehr begeistert ist von Ding. Das ist aber schön. Ja, wirklich. Und ach, ich kann nur ans Essen denken, weißt du? Dann würde ich sagen, machen wir doch jetzt eine kleine Pause und holen uns einen kleinen Snack vielleicht. Ja, gut, komm. Sind aber wirklich in ein, zwei Minütchen direkt wieder für euch da. Dann gucken wir uns noch weiter Indie-Spiele an und danach besprechen wir sowieso halb 2024. Wird nur Killer. Bis gleich. Hey Valentin, na? Hey. Endlich Blumen für den Garten oder was? Nee, ich pflanze Bohnen ein. Du pflanzt Bohnen ein? Bohnen sind noch nicht zum Einpflanzen da, Mann. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Ha. Danke. Ja, da sind wir schon wieder. Schön. Guten Tag. Ey, das macht Spaß. Wirklich, ich bin sehr gehypt. Ja? Ja, ey, das macht einfach Spaß, wie du dir die Spiele hier präsentierst, was du mitgebracht hast. Die Auswahl ist cool. Für die Auswahl kennst du nicht, hast du gesagt. Genau. Aber nicht zu Recht sind die natürlich beliebt, diese Games. Also ich fand jetzt Venber auch spannend, voll, ehrlich gesagt. Das ist natürlich je nach Genre immer schwierig, da mal ganz kurz rein und wieder raus. Aber ja,
Ich finde, es ergibt ein schönes Potpourri an dem, was Indies dieses Jahr gemacht haben, zumindest in diesem Jeff Keighley-Indie-Bereich. Ja, und da nimmst du auch gerade was vorweg, nämlich Potpourri, einen wilden Blumenstrauß ist es ja, bringst du irgendwie mit. Und du hast es mir gerade in der Pause schon gespoilert. Das nächste Spiel nennt sich Pizza Tower. Ja. Und in dem Wort Pizza steckt Pizza. Das stimmt. Und das finde ich halt gut, weil es halt lecker. Weißt du? Das ist ein Spiel, das ich selber auch noch nicht gespielt habe, aber schon auf dem Schirm hatte, weil es so eine Wario-Optik hat irgendwie. Guck ihn dir an. Guckt ihr euch ihn an. Das ist der Pizzabäcker anscheinend. Okay, das ist doch wohl das Geilste. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Hä? Es ist ja wohl ein wilder Drogentrip. Ist ja Hammer. Leute. Aber ich dachte, es könnte dir gefallen. Ja, also, vielen Dank. Vielen Dank. Guck mal, das ist alles in Paint gemalt. Das könnten wir, guck mal, wir könnten Spieledesigner ja, sein. Wirklich. Aber er ist sehr sauer. Pizza Tower. Ist das die Pizza, die wegfliegt? Ist die Pizza zum Leben erwacht und jetzt böse? Ey, vielleicht ist er aber auch sehr hungrig, weißt du? Und du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ja. Alle sagen das. Und das war doch Sylvester Stallone. Ist auch auf jeden Fall die falsche Uhrzeit dafür, dass wir so viel über Essen uns gerade angucken. Ich werde auf jeden Fall Hunger. Ich werde es nicht wegklicken, weil was wir da sehen, das hat irgendein kreatives Team mühevoll ausgearbeitet. Und ich finde es fantastisch. Dann sind wir. Ui. Tower-Status. Ja, dann. Such dir einen Spielstand aus, würde ich sagen. Nimm ich den, was? Da ist er nicht so glücklich, aber vielleicht muss das so. Keine Ahnung. Guck mal, das Tomatenmark mehr. Es geht um Pizza und es geht um diesen Tower. Mehr weiß ich nicht. Das reicht ja, ist das nicht Jump'n'Run nicht? Anscheinend. Oh, guck mal. Wir müssen Geld sammeln. Wie süß der hochspringt. Können wir was kaputt machen? Wir können das hier machen. Stark. Alles daran ist cool. Das ist wirklich ziemlich cool. Das hat so Earthworm Gym Moves. Mhm. Ah, natürlich können wir eine Stampfattacke. Ja, aber wie können wir sie machen? Also das geht auch. Oh, guck mal. Ja. Crawl, crawl, crawl. Crawl, crawl, crawl. Also. Und dann nach unten, ne? Ja. Ja. Okay, was ist das? Auch nach unten. Welcome. Now welcome. Was passiert hier wohl? Riecht hier nach Pizza? Guck mal, die Pizza ist eigentlich noch glücklich und die Pizza hatte sogar eine Freundin. Was ist nur mit Pizza und seiner Pizzafreundin passiert? Aber ist es eine echte Pizza oder ist es ein Mensch mit einer creepy Maske auf? Das ist die große Frage. Okay, ist es eine echte Pizza? Ich weiß nicht. Es ist eine Pizza natürlich. Oh oh. Oh oh. Was wird nur passieren? Pizza Tower. Oh, schläft sie da? Ist sie das? Press. Ja. Jump. Hä? Ja. Das ist einfach nur die Erklärung. Ach so, okay. Hä? Bin einfach zu dumm für was? Ey, warte mal. Da. Das Lied kennt man. Fricoli, Felicola, Fricoli, Felicola. Das ist das Pizza-Lied. Ich weiß, wie das heißt. Ich weiß es nicht. Ich kenne das nicht. Nein? Ey, komm, irgendjemand von euch kennt das doch. Ich weiß nicht, wie der Text war. Aber das ist das Pizza-Lied. Okay, warte, es geht weiter. Kennt das keiner von euch? Das ist ja wohl das beste Spiel. Pizza Pasta Schalalala. Ja, Pizza Bravo Traubelied. Das ist das Bravo Exakt. Was? Ja. Jetzt erfindet ihr nur noch mit dem Chat gemeinsam irgendwas. Möglich ist es, Chat ist gut. Bravo, bravo, die Trauben sind so weit. Was? Ja, aber die Melodie ist es. Mit Musik könnt ihr mir nichts vormachen. Wirklich. Fragst ihn. Geh mal noch mal gucken, was das Tutorial sagt. Start the body slam from high. Ah, ja. Stark. Klar. Okay. Ja, sehr gut. Moment. Es ist ein Champignon. Ich hab auch drüber. Aber gut. Gut. Krogi, absoluter Virtuose, ja. Sie wollen fliehen, sie wollen. Ja, man dachte, ja, das ist einfach. Kannst du dich da durchballern? Sorry, ich bin abgelenkt. Das ist mein Track. Da bin ich groß geworden. Wirklich, immer, weiß nicht, lila Launebär und dann das. Hammer. Grab Dash. Ja. Ja, geil. Das geht noch. Hold Dash. Jump and Hold Dash. Ja. To start wall running. Ah, RT.
Ja. Nee. Was mache ich falsch? RT ist das Ja. Nein, aber da muss ich springen. Ja, und ja. Bei den Dash-Button holden. Da war die ganze Zeit draufbleiben. Ja, falsch. Ja. Ich muss alles drücken, okay. Wir drücken einfach alles. Was stand da? Ich weiß nicht, Sarah, ich habe keine Zeit dafür. Ich glaube, es ist wichtig, aber ich glaube, es war genau das, dass du so... Press grab. Press and then hold RT. Ja, jetzt stehe ich hier. Ja. Ich bin auch ein bisschen ungeduldig. Ja. You can also jump after pressing and für einen Long Jump. Ja. Wieder die gleiche Mechanik? Ich glaube, wenn du die Kante hochrennst, macht das automatisch, ohne dass du hüpfen musst. Ah ja. Käse! Oh, wir sammeln eine Pizza. Oh Gott, das ist so glücklich. Ihr werdet alle sterben. Wir sammeln euch, packen euch auf eine Pizza, tun euch in den Ofen und essen euch. Hoffentlich. Juhu. Ich kann ja alles. Hey, was ist das für ein geniales Game? Ne, ich kann mir vorstellen, dass das sofort irgendwelche Leute wieder gespeedrunnt haben. Tatsächlich ist die Steuerung aber auch ganz cool. Also. Warte. Oh, dash to dive. Ja. Oh, nur ein. Vielleicht erst da unten. Nein, vielleicht erst da unten. Ja. Gut. Stark. Aber jetzt tatsächlich nicht so schwer, aber hold dash. Schnell laufen. Ich finde es spannend, dass so eine Art. Also, was bietet dieses Spiel noch, dass es in der Reihe steht mit all diesen anderen Spielen, weißt du? Alter, guck mal. Wahrscheinlich, weil er einfach super schnell ist. Die Tomate. Nee. Hallo, ein bisschen mehr Anlauf, bitte. Ja, ich. Ja. Oh. Ja, Nee, gleich hab ich's. Warte, nur noch 20 Mal, ja? Die Frage ist, ob du da den ganzen Weg runterrennen kannst oder sowas. Ob du dadurch schneller bist. Nee. Geht nur hoch, es geht nicht runter, ne? Mhm. Die Renntaste müsste reichen, schreibt der Chat. Ja? Diese. Ja, ja. Chat hat recht. Okay. Danke. Cool, Chat, danke. Mich immer wie in die Idiot dastehen. Aber gut. Aber sie sind hilfreich. Ja, sind sie wirklich. Naja, du kannst so links, rechts, damit du das quasi aufbaust. Na, wie genau? Turn while retaining? Ja. Ja! Bam! Alter! Stark. Wie so ein Auto. Ja. Ah, okay. Wenn du quasi schon drüber gerannt bist und im Fallen, ja. Okay. Aber das ist eine coole Mechanik. Ich natürlich nicht. Es kann. Ist nicht das 0815 Jump'n'Run, so wie es ausschaut. Sondern du musst schon echt das draufkriegen. Aber Timing ist doch genau mein Ding. Voll gut. Richtig gut. So. Hold, then release it. Super Jump! Super Jump! Alter. Ja. Ja. Ja, ein bisschen weiter links. Ah. Ja. Das stark. Ist ja nur fantastisch. Bitte. Warum ist ja so cool? Das ist der Pizzaman. Ich habe vergessen, wie er heißt. Pizza Tower. Es gibt keinen Namen dazu. Ja, sehr gut. Bravo Trauber heißt er. Wie denn sonst? Aber es ist schon, und da hat Felix im Chat recht, sind viele Mechanics, die man direkt von Anfang an im Tutorial lernen muss. Ja, es ist echt viel. Die irgendwie, glaube ich, für mich zumindest beim Zugucken ungewohnt erscheinen für so ein klassisches Jump'n'Run. Ja, es ist wirklich viel. Aber wir brauchen noch viele Zutaten. Von daher, das gibt ja. Oh, Pizza-Clown-Typ. Wow, das gibt's auch. Okay. Pam. Ja, wie das jetzt ging. Was kann die, was sagt die Pizza? Collect these. Ja, ja. In order to get a better rank. Some can only be acquired during the escape. Okay. Stark.
Ja, aber ich will jetzt mal entgegenlaufen ordentlich. Weiß nicht, ob das schon aufgeht. Ich glaube nicht. Du hast recht, es sieht zu... Sieht zu aus. Zu. Dudes in the cage in order to advance to next floor. Okay, money to pay Mr. Stick. Ja, die Karotte nehmen wir auch noch mit. Ja, klar. Destroy John the Pillar. Alter. It's pizza time. It's pizza time. Ah, Zeit dran. Ah, okay. Unten. Ja, stark. Alter, was geht denn ab? Get out now! Get to the chopper! I want my pizza! Das ist wirklich Killer. Boah, da allein schon zum Zugucken ist das ordentlich, was da abgeht. Na gut. Was? Das war das Level jetzt, oder was? Anscheinend. Jan Gutter War. Was geht da ab? Nächstes Level. Wir haben immer noch kein Geld. Gehen wir einmal rein, oder? Gehen wir rein in den... In den Aal. Gehen wir rein. Slimies. Cheese Slimies. Ist das Teig? Ja, es ist Teig wahrscheinlich. Auf dem Screen. Er ist super scary. Es ist auch irgendein Special-Ding. Aber die geile Mucke, habt ihr es gehört gerade? Ja. Geh nochmal rein. Ey, das ist halt eine... Was geht ab bei ihm? Ich gucke auch die ganze Zeit nur da oben auf den TV. Ja. Das, also der Style ist ja wohl überragend. Ja. Bam. Baller sie weg. Zack. Combo. Noch kannst du comboen. Naja. Ich weiß nicht, wie man dann den... Ach, da links hoch. Ja, oder so. That combo was lame, hat er gesagt. Also, das ist bitte, was ist das für ein Game? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob das zum Zugucken cool ist, aber es ist auf jeden Fall super crazy. Also, nee, er ist anders. Ich hochspringe. Tag. Hahaha, das ist ein Tilt. Hier muss ich sehr schnell sein, Sarah. Mhm. Ich hab alles. Ja! Oh, ich hab die falsche Taste. Ja. So hilarious, wie er da so gegenklatscht. Wirklich ganz. Ich hol Anschwung, pass auf. Jawohl, sehr gut. Sammel den Wurstring, sammel die Salami, sammel den Pilz, sammel den Teig. Und dann, wie ist unser Move? Der Ron Pizza schneidet. Das ist der Pizzaroller. Das ist der Pizzaroller. Roll sie. Pizza. In den Mund. Knete sie. Geil. Stark. Starke Move. Hier zuerst gesehen. Offizielle Pizza Dance vom Pizza Tower. Let's go. Hoch da. Ja. Hoch den Aal. Hoch den Aal. Rein in den Aal. Mach dir mal. Ah ja, das ist gut. Nee. Ah, zu spät. Muss dann ja. Oder so. Sehr gut. Weg damit. Da ist schon unser erster Dude. Hallo. Der Pilz, da ist er. Sehr gut. Ui. Der hat ein bisschen Angst. Das war ein bisschen süß, wie der aussah. Was ist mit dem Stein los? Vielleicht mich immer ein bisschen auf. Zack. Ballern. Alter, jetzt musst du da hoch. Noch mehr Anschwung. Alles, was du hast. Hallo, da wollte ich. Und jetzt aber. Ich muss das auf jeden Fall mal selber ausprobieren nachher. Ja, kannst auch jetzt direkt rein, wenn du willst. Nee, ohne das Tutorial ist, glaube ich, dumm. Stark. Stampfattacke von oben macht die. Ah, Stampfattacke von oben. Macht die Dinger kaputt. Ja. Nee. Nein. Ja, du bist ja eben irgendwie da oben hochguckt. Ja, und jetzt stand Vertacke schon weit oben. Ja. Das ist, glaube ich, der Way. Moment. Ja. Nein, zu tief. Ja. Ja, sehr gut. Es ist safe schwieriger, als es aussieht. Nein, nein. Nein, nein. War gar kein Problem.
Und so wie das im ersten Level aussieht, und man sieht jetzt auch schon wieder diese halb durchtransparenten Uhren und so, dass man das alles wieder zurückrennen muss am Schluss. Stimmt. Und zwar sehr schnell wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Rein da. Hallo, hallo? That combo was cheesy. Da ist wieder einer von den Dudes und da rechts ist safe ein Geheimnis. Nicht so weit, da war einer. Sorry, ich bin gerade im Run, wie da du war vielleicht. Einer. Was passiert jetzt? Ich konnte nicht aufhören. Super taunt. Ah, da muss ich da unten. Und tief. Alter, man erkennt einfach nichts mehr. Perfekt. Was ist das denn für ein Dude da oben, der Käse-Dude? Aber der ist süß. Okay, es ist wirklich ein Fiebertraum. Dieses Spiel. Ja, ich komme auch nicht klar drauf. Das ist ein richtiger Fiebertraum. Und das Geile ist, so waren Videospiele früher immer. Ja. Also wirklich. Ja. Ich alle, weiß, was du meinst. Die waren wirklich alle so super crazy. Hast du gedacht, was geht ab? Commander Keen, was geht ab? So. Ja, nee, mach du mal. Ja, jetzt. Nee, ohne irgendwas. Ich an der Stelle komme. Ich nehme mich nicht weiter, Sarah. Wie geht denn der Superjump? Tatsächlich, du musst mit RT, ja. Also halt mal einfach RT gedrückt und lauf mal hin und her. Ist, ja. Genau, das ist dieser Supermove. Und dann musst du gleich einfach, wenn du sehr schnell bist, den links, nee, den Stick nach oben drücken. Ist der linke? Ja, der linke natürlich. Ja, genau. Ja. Schon mal gut. Holy. Schon mal schnell gelernt. Ja. Ja, genau. Ja, okay, aber das ist wirklich und du kannst eine Steuerung her. Ja. Kann. Super. Ja, perfekt. Leute, das ist nämlich hier. So macht es mir halt auch Spaß, wenn ich dir zugucken kann, wie du zockst. Ja, aber es ist wirklich, da muss ja dein Gehirn verdrehen für die Steuerung. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Aber da würde ich gerne mal echt einen Speedrun von sehen. Ja, voll. Weil also, ich raff's gerade gar nicht. Aber ich habe auch das Tutorial nicht. Ja, ja. Nee, Quatsch. Ist auch total undankbar. Aber ich würde sagen, du raffst es genauso gut wie ich. Also sogar besser. Von daher. Ich will doch nur diesen Unten-Move machen. Warum nicht? Jetzt mal oben drücken. Ach, oben. Ja, ja. Das hat mich eben auch irritiert. Weil er sich nur ja, klein macht, ja, weil er eigentlich ne? sich klein macht. Genau. Da wollte ich hin. Da sind die Freunde komplett. Dash wir haben auch. Vorhin einen übersehen. Haben wir? Ja. Ja, ich war sehr schnell. Du bist vorbeigespeedot. Naja. Hammer. Pizza! Das macht auch ein bisschen Bock, da so durchzurushen. Ja, voll. Ich mag ja eigentlich so Präzisionsplattformer. Aber der hier ist echt ein bisschen arg weird. Digga. Ich mag den Begriff Präzisionsplattformer. Hören Sie. Sowas wie Celeste und so. Hab gehört, du spielst Videospiele. Ja, ich spiele gerne. Eigentlich Präzisionsplattform. Eigentlich ausschließlich. Ja, guck, jetzt muss ich nämlich zurückrennen. Ah! Ja, das schaffst du jetzt aber locker. Was passiert hier? Weiß Wer nicht, ist der pinke Dude? Du hast ihn einen pinken Dude noch mitgenommen. Warum ist er hier? Aber ist schon geil. Muss ich sagen, ja, hat was. Also das ist auf jeden Fall das unschuldigste Spiel von allen, aber es ist geil, wie du da durchrennst. Ich bin durch die Wand gerannt. Ja, rein in den Karton. Ah, ich habe alle Uhren vergessen. Ja, aber du hast noch 2 Minuten, also alles easy. Stirb, Stein. Die ganze Bande hinter dir. Die ganze Pizzabande ist hinter dir. Rein in den Karton, Pizzakarton rein. Gott. Aua. Die Kantenglättung macht mich fertig. Nee, Zeilen. Geht alle weg. Ich weiß nicht, was hier passiert. Ich weiß nicht, wann ich... Nachdem wir das angemacht haben, habe ich leicht Kopfschmerzen bekommen. Ja. Aber das wir sitzen hier daher noch eine Weile. Das wird nichts mit dem Spiel. Wie komme ich denn da? Ach da, das ist eine Leiter. Ah ja, okay. Verstanden. Ich kann mir nicht vorstellen... Die Mucke! Das oh mein Gott! Ja, wirklich. Yes! Oh yeah! War das Inspector Gadget gerade? Ich glaube ja. Oder sein Cousin. Der Cousin, meine ich. Der Cousin von Inspector Gadget. Gadgetto. Oh, oh. You've heard Peperino Tentals. Peperino. Ist das... Ach, Peppino. Das sind wir wahrscheinlich. Oh nein, ich will nicht kurz vor Ende noch sterben. Was heißt das? Das ist der Ausgang. Ja. Ah, so. Top. Woo. Yes. Das war doch geil. Wow. B. Tower. Hammer. B. Für keine Mühe. B. Das ist doch geil. GG. Geld. Ja. Damage 10. Heißt Kombo von Peperino. Ja, spannendes Ding, ey. Wirklich spannend. Wer von euch hat auch ein ganz kleines bisschen so ein Drücken hier vorne an der Stirn bekommen? Das ist so ganz klein. Hier so. Das solltest du deinem Arzt zeigen. Ja, so ein ganz kleines bisschen. Einem Arzt.
Alter, sag einfach 500% faster than Micha, Bro. Ach. Ist echt so. Aber das wissen wir. Das wissen wir. Und deswegen ist es auch okay. Es war echt cool. Und so wie er jetzt danced, naja. Ja, also ganz ehrlich, er ist aber ein bisschen mental. Muss man schon sagen. Ja, aber also gerade hat er gedanced. Er hat auf jeden Fall Issues. Aber ist okay. Ja. Aber ich weiß auch nicht, wie es mir gehen würde, wenn meine Pizza plötzlich zum Leben erwacht und mich fressen will. Also irgendwie fühle ich den Dude. Und was sagst du zur Story? 10 von 10. Ja. Bis jetzt auf jeden Fall bin ich hooked. Ich wechsle mal das Spiel. Das ist der Pizza. Sieht auch so mega gut aus. Ja, Leute, was sagt ihr dazu? Ich meine, zum Zugucken sicherlich schwierig, deswegen das frage ich jetzt mal nicht. Aber wer von euch würde es mal anzocken wollen? Das frage ich mal. Ja. Gothic mit Sarah und Krogi, ja. What the fuck, sage ich. Geil. What the fuck. Mary sagt what the fuck, ja, verstehe ich. Wild, aber hab eigentlich Bock. Geht ab. Hab's. War jeden Peppino wert. Pizza Tower heißt das gute Stück. Ja, das ist der geile Scheiß. Glaube ich auch. Also ich, ganz ehrlich, ich möchte mir mal Clips angucken von Leuten, die es wirklich drauf haben. Ja. Und wenn es noch Abwechslung bietet, dann könnte es richtig geil sein. Voll. Nächste Woche Speedrun, ja. Okay. Gar kein Thema. Machen wir. was man auf jeden Fall, glaube ich, nicht so einfach Speedrunnen ist das nächste Spiel. Und zwar Cocoon. Mhm. Auch das würde ich dir gerne ans Herz legen. Bitte, ich habe es natürlich nicht gespielt, um deine Frage natürlich vorwegzunehmen. Aber von dem Titel habe ich natürlich gehört. Ja. Der ist ja ein bisschen bekannter als Pizza Tower beispielsweise. Das stimmt. Cocoon ist ein Rätselgame und von dem Lead-Designer von Limbo zum Beispiel und von Inside. Deswegen hat das auch, also unter anderem deswegen, es gibt ja immer oft so Schlagzeilen, da hat der und der mitgemacht, das ist das neue Ding von dem. Für Indie-Spiele, von denen es auch unfassbar viele gibt und wo die in so einem Spiele ja sowieso auch oft untergehen können, ist das natürlich newsmäßig immer sehr gut, wenn es heißt, ey, da hat der und der mitgemacht oder so, dann kriegt man sowas schon mal schneller auf den Zettel. Aber mich hat auch der erste Trailer davon gehuckt, wo man dieses mysteriöse Männchen da sieht mit diesen Flügelchen. Für mich sieht das direkt aus nach dem Spiel, das meine ich eher nicht respektlos, aber ich glaube, er hat es mir sogar auch gesagt, für mich steht da schon direkt Ilias drauf auf diesem Spiel. Ja, der hat es auch gefeiert. muss ich schon direkt sagen. Okay, ich bin ja so ein Libellenmann, Libellenfrau, keine Ahnung. Noch und man ist halt sofort drin, ne? Also es gab keinerlei Einleitung, es gab keinerlei Cutscene. Wir haben das Spiel gestartet und sind jetzt genau hier. Und wissen auch nicht mehr. Und du hast gesehen, dass die Treppen weggegangen sind. Was mich schon wieder tatsächlich sehr mysteriös finde. Was soll das? Hier ist eine Plattform. Oh, okay. Ich habe Cocoon auch nur angespielt. Ich habe es installiert und einen Abend angefangen, aber es war schon so spät. Kennst du das, wenn du Spiele so, du bist gerade mit einem fertig und machst noch mal ein neues an und bist aber eigentlich schon müde und bei dem Spiel wirst du gleich merken, dachte ich nach 10 Minuten, what the... Ja. What? Ja, absolut. Und hab's dann erstmal wieder ausgemacht. Ey, und das Problem ist auch bei Spielen, viele Spiele sind auch einfach sehr lang. Ja, und ich habe letztes Jahr Baldur's Gate angefangen. Und damit war schon eigentlich mein gesamtes... meine Kapazität der Lebenszeit, ja, war vollkommen ausgeschöpft. Sein Spielejahr zu Ende, ja. Wenn man sagt Baldur's Gate 3, fertig? Ja, für mich ja. Verstehe. Aber, naja, gut. Oder gegen Ömmeln? Irgendwie sowas. Oh! Schön. Also, ja, man ist... Ich mag das, dass das Spiel mir nichts sagt. Ja, ich auch. Ich auch. Ich hab's echt nur so eine halbe Stunde gespielt. Es wird halt relativ schnell relativ abstrus. Also du weißt halt wirklich gar nichts und bist relativ schnell verwirrt, fand ich. Ja. Aber in einem wacheren Moment habe ich da richtig Bock, das nochmal anzufangen. Also ich bin jetzt schon ein bisschen verwirrt. Hallo. Okay, das, warte, ich hab's noch nicht gecheckt. Sekunde. Das muss irgendwie gehen. Kann ich hier runter? Ja, bringt mir aber in dem Fall. Ach so. Ja, das ist es. Okay. Sehr gut. Checkt. Ja, Krogi. Danke. Und damit wieder, ja. Wir geben ihm noch eine Chance. Du machst das. Ja, du machst das schon. So, hoch. Drückt halten. Also irgendwas hat es ja, hat es ja mit diesen zarten Flügeln auch auf sich, also mit dem Lebewesen. Ich frage mich, ob es
Es wird ja irgendeine Message geben oder irgendeine Story. Stimmt, ja. Die ich mir noch gar nicht ausmalen kann, natürlich. Oben links ging es noch so einen Weg. Oh, aber ja. Ich habe wirklich, ich erinnere mich auch nicht dran. Ja, aber gut, dass du es trotzdem gerade sagst. Das, wir wollen ja was sehen. Ja. Wir wollen ja sehen, was hier abgeht. Aber von der Steuerung ist natürlich super simpel. Ja. Da musst du irgendwie nicht wirklich was drauf haben. Was ja eigentlich auch geil ist, wenn du simpel zocken kannst. Ja, dann sind Spiele halt auch für ganz viele Menschen zugänglich, ja, ne? Ja, genau. Okay, dann darf ich nicht reden. Ja, ich nehme mich auch nicht. Okay, was geht ab? Alter! Das ist cool. Amöba. Die Gott-Amöbe. Sie ist da. Das ist eine Motte, oder? Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist eine Motte, ja. Ah, ja. Nach unten. Hm. Ja, und was man halt gerade gesehen hat, man springt so durch die Dimensionen und immer wieder so wechselt man die Szenerie und da drin habe ich mich so relativ schnell verloren, weil ich dachte, wo bin ich jetzt? Ja, was passiert hier eigentlich gerade ab? Das mag ich auch gerne, wenn so überraschende Perspektiven eingesetzt werden. Das finde ich geil. Okay, das ist das Licht für den Weg. Das ist dein Haustürschlüssel. Also ich bin übrigens komplett verwirrt von der Orientierung. Es scheint mir sehr groß zu werden, weiß ich aber auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie lang es ist. Aber also wenn sich es irgendwie an Inside oder so orientiert, kannst du deine Kugel bestimmt wieder mitnehmen, weil du das Ding auf der anderen Seite hast. Siehst du, das habe ich noch nicht mehr gecheckt, dass ich auf der Ebene bin. Du hast natürlich recht. Ja, die nächsten 5 Minuten kann ich dir vielleicht noch helfen. Danach hört es bei mir auch auf. Aber es bleibt wohl von der Steuerung her so einfach, habe ich gehört. Also, dass du wirklich nur mit diesen paar Knöpfen durchs ganze Spiel. Du machst ja gerade, glaube ich, nicht viel außer einen Aktionsknopf und Laufen. Nur immer mit, was ist A? A drücken und laufen. Und diese leuchtende Kugel mitnehmen. Okay, da rein. Rein da. Geht nicht? Nee. Angesaugt? Nee. Okay, dann müssen wir rumlaufen. Oder? Okay, wir gucken jetzt mal an, was hier abgeht. Wo startet es? Startet es hier? Nee. Nee. Okay. Ja, wahrscheinlich dann. Ja. Ja. Okay. Und jetzt schnell sein, ne? Schnell, ganz schnell. Rechts, links, rechts, links, rechts. Ah, ja, sehr gut. Stark. Okay, okay. Hey, 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 hey. Oh, ja. Sehr gut. Hopp. Videospiele sind mein Ding. So, und da oben ist wieder so ein Trichter. Ich bin klug in Videospielen. Ich bin super klug in Videospielen. Ja, Baldur schreibt auch, es bleibt bei dem einen Knopf. Das finde ich halt auch interessant, wenn du wirklich mit minimalen Möglichkeiten interessantes und abwechslungsreiches Gameplay bietest. Super cool. Okay, aber geht der zu? Verstehe. Da fehlt mir vielleicht noch was. Nein. Nee, du hast doch, glaube ich, gerade schon, oder? Ja. Du kannst die einzeln immer irgendwo hinschieben und dann kannst du durch. Weißt du? Ach so, ja. Es bewegt sich, bis du es wieder runternimmst. Sehr gut. Cool. Wie gesagt. Danke. Ein bisschen komplizierter gedacht. Verstehe ich. Supercharge. Das passt Slash. Schnell. Oh, hat es das gefressen? Ja, weiß ich nicht. Ja. Wird ja was Gutes gewesen sein. Ich pack's nochmal hier hin. Ich geh nochmal woanders lang. Okay, wow, was geht ab? Ciao. Alter, was ist das für ein Game? Na klar, jetzt ist er wieder dicht. Oh, das sieht nach Boss aus, oder? Ich weiß nicht, ob es Bosse gibt. Weiß nicht, aber mir ist unheimlich wichtig. Symbole drauf? Stimmt, hier dran zu ziehen. Okay, das. Das ändert die Symbole, ja. Das ist das. Die sind da nochmal. Ja. Aber haben wir irgendwie einen Anhaltspunkt, warum? Ich glaube, die Reihenfolge von dem auf dem Turm quasi. Wenn du jetzt die falsche Reihenfolge antippst, dann ist. Also erstmal den runden, ne? Erstmal diesen Dreiecksdude. Dann den durchgestrichenen Dude. Ach so, du meinst in der Mitte anfangen?
Ja. Okay. Probier's mal nochmal, weil jetzt eine ist ja schon weg. Geh mal hoch und tipp mal nochmal was anderes an. Gehen die dann alle rein oder so? Na gut, ich mach mal alle rein. Mhm. Und dann sagt er wahrscheinlich Möb falsch. Ja. Ja. Okay. Dann ist es erst der mittlere. Warum ist es erst der mittlere? Ne? Weil, wenn du das ganz rübergezogen hast, war das jetzt das erste Symbol und dann. Ach so. Also entweder ist es so rum oder ist es so. Ah, also jetzt. Ah, verstehe. Okay. Genau, der mittlere. Ich frage nur nach, weil ich nur. Ich wollte es nur wissen. Okay. Für euch wollten wir es nochmal erklären. Ja. Dann der durch. Ja. Dann der mit den drei äußeren. Mhm. Und jetzt ist es 50-50. Jetzt 50-50. Hoffentlich. Vielleicht ist es auch komplett falsch. Ja, kann sein. Das komische Haar. Schmetterlingshaar. Und dann der letzte. Jawohl. Siehst du? Geil. Keller. Ey, einfach Wahnsinn. Ja, gib mir so einen super Blobbel. Aaron sagt, der Anfang ist ein bisschen lahm, in Anführungszeichen, aber sobald man eine was, eine zweite Kugel hat, wird's knifflig. Ey. Okay. Naja gut, wir kommen jetzt ja gerade durch, aber... Ich will riesige Monster sehen. Ja, wirklich. Ich weiß nicht, was... Kommt sowas noch? Ah, guck, der macht das jetzt weg. Ja, weil er den Code kennt. Der kennt die Welt. Er kennt... Das Game heißt Cocoon. Ist schon interessant, wirklich. Mhm. So, was bringt's jetzt hier? Wow, was geht? Cool. Nett. Das ist eine ganz andere Welt wahrscheinlich, ne? Mhm. Müssen wir erst da nach rechts? Weiß es nicht. Kann sie gerade nicht nehmen. Der kleine... Oder? Ne, ich kann nichts. Ach so, der... Jetzt kann ich es wieder nehmen. Hä? Vielleicht habe ich es einfach nur nicht richtig gemacht. Okay. Was passiert, wenn du es da oben nochmal drauflegst? Ja, guter Punkt. Nichts mehr. Nee, dann musst du es wahrscheinlich da drauflegen und den Typen erstmal in Ruhe scannen lassen oder so. Ja, das ist ja sein Job. Der scannt doch immer die Dinge. Ich weiß nicht, was passiert. Gedrückt halten. Ja, ist klar. Danke, Chef. What? Okay, was geht ab? Rein in den... Sind wir jetzt in sind wir jetzt in der Kugel? Ja. Ich sag doch, ich bin verwirrt. Das ist ja geil. Die Verwirrung ist verwirrt. Das finde ich aber geil. Wir leben in der Kugel. Das ist Rick and Morty-Style. Okay, jetzt geht's hier. Ah, und wir haben jetzt unseren Drohnen-Dude, der die immer wegmachen kann. Ah, wir sind wieder zurück. Da waren wir am Anfang. Okay, dann check ich's. Ja. Das ist der Weg nach links oben, wo ich meinte, da geht's links oben hoch. Vielleicht kann der Drohnen-Dude jetzt was mit dem Blauen machen? Ah. Hammer. Ja, es wird noch verwirrender. Ja, damit habe ich irgendwie gerechnet. Damit habe ich auch gerechnet. Ich habe auch Angst davor. Aber danke für den Hinweis. Aber es ist eine sehr schöne Tür. Ja, es ist schon, der Style ist auch mega. Ja, sieht aufwendig aus, finde ich. Ich mag, wie alles so ein bisschen wie in so einer Ölpfütze auch glitzert. Weißt du, dieses Regenbogenschimmern? Ja, stimmt. Ja, stimmt. Jetzt ist hier kristallin. Ich frage mich, ob es nur Rätsel sind oder ob es tatsächlich Gegner gibt. Weil bis jetzt ist ja sehr freundlich alles, weil sehr leer. Genau. Hm. Weiß es jemand, Chat? Warum ist Frage? Das Spiel sollte nie wirklich unfassbar schwer werden. Es ist so designt, dass man stetiger Flow, aber dennoch gefördert wird. Irgendwas mit 10 Minuten. Entschuldigung. Schau mal, weg. Der läuft mit. Wie geil ist das denn? Es gibt Endbosse. Ah, cool. Der läuft mit. Das ist meine Leiter. Geil. Ja, jetzt darfst du mal wieder spielen. Und ich habe aus dem Chat entnommen, dass jemand geradet hat. Vielen Dank dafür. Ey, wer hat geradet? Ich weiß es nicht. Wir haben es nicht direkt mitbekommen. Aber das ist kein Problem. Das kriegen wir raus. Aber hallo und willkommen, das. Hallo, willkommen, Simon. Ah, Simon Kretschmer schön. Oder was? Grüße. Grüße. Prost neues Jahr, Simon. Wie heißt denn das? Ah. What? Das ist ein Aufzug. So sehen die Aufzüge der Zukunft aus. Dich einfach an so einen Klebeball dran klatschen und nach oben. Dran. Lecker. Blablabla. So. Jetzt. Simon Unge? Ach komm, du trollst doch rum, Chat. What? Jetzt, wo du mir den Control. Achso, die hauen nur ab. Aber. Ich dachte, ich wäre. What? Say what? Links.
Okay, aber. Nein, geht. Ja, Halo Fanboy. Ich muss erst mal gucken, was hier. Aber Halo Fanboy, das ist doch Quatsch jetzt. Das ist doch hier ein. Wir zocken doch mal rein. Chill. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Chill, hey. Und oder nein. Nicht Dummheit. Na, wirklich. Dafür bin ich da. Halo Fanboy, wir gucken uns das Game an. Und es ist einfach sehr, sehr schön. Aber wir werden. Okay. Die schwarze Area war ein Secret. Ja, gut, dann bin ich erst recht froh, es nicht gesehen zu haben. Alter, was geht denn ab hier? Matthias, grüß dich! Hallo! Frohes neues Jahr! Boss-Time? Hat er gerade Boss-Time geschrieben? Boss. Ich hab richtig zur guten Zeit abgegeben. Wow! Das ist die Motte von vorhin! Cheat! Ich nenne sie Gott-Amöbe. Ja, toll! Weißt du, was man gegen die macht? Hast du irgendwo ein Lexikon, wo drin steht, was man gegen die tun kann? Ich glaube tatsächlich einfach erstmal ausweichen. Chillen. Einfach, ich glaube, du musst einfach erstmal weglaufen. Oh. Geil. Naja, wenn die diese Dinger auf mich hetzt, vielleicht. Ah ja. Doktor Motte. Das kann ich nehmen. Ich kann den coolen Ball nehmen und auf sie draufballern. Coole Ball macht super Ball-Damage. Ball-Damage. Crystal Moth. Okay, finde ich witzig tatsächlich. Xeno. Bzz, 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 bzz. Bam. Aber ich ist auch schon gemein, weil du bist da so ein kleines Libellenkind. Mhm. Machst gute Sachen. Und die Gottamöbe findet das einfach nicht korrekt. Das stimmt. Ah, die magische Dreifaltigkeit. Dreimal hauen und ja. Ah, immer und noch nicht tot. Ja. Genau. Ja. Dr. Motte und Bestbam, ja. Ui. Aber der Style ist geil. Ich habe keine Angst vor euch. Vielleicht ein bisschen. Nein, du machst das kann gut. Ich das, kann ich da irgendwas machen? Nee. Wow, okay, das war der Weg, den ich auf keinen Fall eingeschlagen hätte. Das hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Das war auch mehr Panik als irgendwas anderes. Sehr gut unterhalten. Da ist der Ball, ja. Der Mottenball. Gib der ihn Motten, mir. Mottenkugel. Ich kann nicht hüpfen. Ach, da. Hier, was ist eine Mottenkugel? Na, rein jetzt. Nein. Ja, das sieht doch gut aus. First try, so sieht's aus. Ja, wirklich. Gar kein Stress. GG. GG. Dankeschön. Perfekt. Ja, siehst du, das habe ich noch nicht mal gespielt. Also ich habe wirklich nicht weit gespielt gehabt. Nö, ich glaube, das hat man gemerkt. Vielleicht bin ich da auch links gegangen. Was? Vorhin. Was in der Secret Area? Das ist richtig lame da. Da will keiner hin. Oh Halo Fanboy, was sagst du? Das hat sie gut gemacht, oder? Wir sind schon wieder raus aus irgendeiner. Die arme Mod hat nichts getan. Was geht ab in diesem Spiel? Okay. Ach, wir sind wieder da, wo wir eben waren. Guck mal, hier ist. Oh, aber jetzt haben wir Crystals überall. Ja, du hast geil. Crystal Moth Halo dabei. Noch check ich einigermaßen, wo wir sind. Du hast Fähigkeit. Halo Fanboy sagt einfach nur zu dir: Fähigkeit. Ja, oder zu der Fähigkeit, nein, die wir freigeschaltet haben. Zum Game, wie du spielst. Also deine Fähigkeit. So. Oh. Smash the Motten, save the Otten. Ja, Mann. War das wieder der Ottenmensch von vorhin? Ja, der Otten-Dompteur. Viele Otten-Fans hier. Kennst du die Otten? Die Otten sind super. Ja, Otten sind Hammer. Das ist geil, dass du jetzt eine verborgene Pfade gehen kannst. Macht's nicht unbedingt übersichtlicher, muss ich sagen. Nee. Okay. Ich wollte mal aus Gag Otten-Geschenkpapier kaufen. Also Otten, ne? Otter-Geschenkpapier ja. kaufen. Und hab aus Versehen einen Produktlink erwischt. Und ich sag mal so. Wahrscheinlich meine gesamte Lebenszeit werde ich Menschen, wenn ich ihnen was schenke, Otter-Geschenkpapier schenken, weil ich habe einfach 40 Rollen auf der Geschenkpapier. Okay, das ist geil. Das ist geil. Ja. Aber gut investiert. Ja, natürlich. Da weißt du ja schon, das kommt von Sarah. Chat war jetzt auch. Das war richtig dumm. Schnell, das war mein Fehlkauf des Jahres vor 3 Jahren oder so. Das Geschenkpapier kostet nur 100 Euro? Das war nicht so teuer. Dann bestell ich's. Das ist ja Hammer. Das war wirklich nicht so teuer. Ich check nicht ganz, wo wir hin müssen gerade. Hä? Ich konnte doch da gerade noch rein, Leute. Geht das nur? Ach, das geht nur in zwei Richtungen. Okay, es ist ein Two-Way-Ding. Ja. Ah, ja, gut. Aber. Das bringt gar nichts. Kannst du ihn da hin jetzt drehen? Bringt's dann was? Mal gucken. Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Chat, wer von euch spielt Cocoon oder hat's gespielt und sagt, yo, bin ich voll. Oder wie ist eure Meinung? Komm, schreibt mal was rein. Sag mir Bescheid. Ich will ja gar nicht so eine geschlossene Antwort haben von euch. Schreibt mal was rein.
Achso, da kann ich es drauflegen. Da waren wir gerade nicht, glaube ich. Ja, und jetzt. Ah, jetzt ist das umgelegt. Vielleicht muss ich jetzt. Ja, das, das Stückchen kriegst du dann gleich. Also muss ich wieder zurück, ja, das Teil wieder umdrehen und da wieder runter. Genau. Na gut, machen wir das. Ich möchte es noch spielen. Sieht geil aus. Kurz, aber gut. Das Ende war für mich mindblowing. Okay, krass. Na gut, so weit schaffen wir es heute nicht mehr. Nee, was ja auch gut ist, weil keiner hier spoilern, aber interessant. Das ist ein neuer Weg. Ich check's nicht. Ich habe aber auch gerade nicht aufgepasst. Na ja, gut. Aber das Schöne ist ja, die Zeit für dieses Spiel ist jetzt vorbei. Und oh, ihr könnt es leider nicht sehen, aber der Timer ist in diesem Moment abgelaufen, wo Sarah sich verlaufen hat. Ey, ich mag das auch, aber ich glaube, ich würde das Spiel Ilias spielen lassen und würde mich dann eher um den Pizza Tower kümmern. Achso. Und die beiden Spiele davor auch. Also du hast ja schon, das war Spiel Nummer 4, richtig? Ja. Ja. Nee, das war die 5, oder? Die 5? Wir haben Dredge gespielt, wir haben Dave the Diver gespielt, wir haben Venbar gespielt. Venbar hatten wir auch noch. Dann hatten wir jetzt gerade Pizza Tower und das hier. Okay, von den 5 würde ich, glaube ich, das am ehesten liegen lassen, weil ich glaube, auf Dauer sind diese Rätsel für mich einfach zu, das nervt mich irgendwann. Verstehe. Einfach so. Aber den Look finde ich Hammer und ich glaube, dass viele Leute einfach da ganz viel Freude mit haben und deswegen ist es total geil. Also, was ein schöner, bunter Mix heute. Schön. Ja. Ja, weil für mich ist es auf jeden Fall, wie gesagt, das habe ich noch nicht so weit gespielt, aber es liegt auf jeden Fall noch auf meiner Liste, weil das ist für mich so ein richtig schön entspannter Abend, wo ich es einfach nur für mich hinplatschern lassen wollen würde und mein Gehirn hoffentlich ein bisschen anstrengen kann. Da kannst du garantiert. Musst du sogar. Ich hoffe nur ein bisschen, weil ich kann mir halt vorstellen, wenn du da hängen bleibst, dass das so ein bisschen frustrierend ist. Da bin ich total anfällig für. Ja. Nein, ich auch. Deswegen, das macht's ja anstrengend. So. Jetzt machen wir noch Sea of Stars auf. Kussith. Ja, das, was du schreibst, haben wir schon geklärt. Was denn? Deswegen, nee, da gehst du jetzt nicht nochmal drauf ein. Ich wollte es nur sagen, das haben wir alle schon geklärt. Guckst dir als VOD an, da wissen wir Bescheid. Ja? Na gut. Ich weiß nicht, wovon er redet, dieser Typ. Alles cool. Neben mir. Alles cool, schreibt er. Ja, man darf hier nicht immer alles doppelt ausrollen, das geht nicht. Jetzt, mein Gott, jedes Mal muss ich das zu mir rübernehmen, weil es nicht direkt aufgehen möchte. Wir gucken uns noch Sea of Stars an, das tatsächlich einen dieser beiden Awards auch gewonnen hat. Und das ist auch schon wieder das Ausplätschern dieses wunderbaren Let's Plays. Mir hat das sehr viel Spaß mit dir gemacht. Mhm. Sage ich dir aber gleich auch nochmal. Ja, genau. Weil wir jetzt dieses Spiel nochmal angucken. Was in den nächsten 15 Minuten passiert. Aber danach huschen wir auch schon direkt rüber ins andere Studio, denn dann gucken wir uns mit ganz vielen anderen tollen Leuten an, was 2024 für uns alles bereithält. Aber vorher nochmal Sea of Stars, das letzte Spiel für heute. Ja. Okay, ich drücke die Taste, die es mir anbietet. Schön. Neues Spiel. Da bin ich sehr gespannt. Das habe ich selber auch noch gar nicht angespielt, aber es ist ein Rollenspiel mit zwei Hauptcharakteren. So, wer soll die Gruppe anführen? Ich nehme natürlich Valerie. Valerie. ein Mönch, der zu Wintersonnenwende geboren wurde. Sie wandelt auf dem Pfad der Wächtergöttin Luana, ein Klingtänzer. Nee, wir nehmen natürlich einen Mönch. Ja. Klar. Na klar. Coole Frisur. Shiny Blue. Ja, zum Runterkommen nochmal Wassertempel aus Ocarina of Time, klar. Oh, ich mag die Musik. Ich komme ja viel zu selten dazu, irgendwelche JRPGs zu spielen, ne? Glaube ich. Weil es einfach so krass viel Zeit frisst und ich mich, ich weiß nicht, auch schwer darauf committen kann in letzter Zeit. So. Mhm. Ich spiele dann immer lieber ein paar Stunden in irgendwas. Also ich spiele auch große Klopper, so ist nicht. Ich habe auch Bock, Baldur's Gate endlich zu spielen, habe ich auch immer noch nicht geschafft. Mhm. Aber so Rollenspiele, irgendwie in den letzten Jahren schleiche ich da so drum rum. Und ich weiß nicht, ob Sea of Stars das perfekte Einstiegsspiel wäre für das Genre. Aber es ist auf jeden Fall eins, das dieses Jahr eben mit in den besten Indie-Games von den Game Awards war. Ja, krass. Und ich kann euch nichts über die Story erzählen, das will ich aber auch gar nicht, das macht wenig Sinn. Schauen einfach mal rein, was jetzt so abgeht. Ich meine, der Archivar, man weiß ja noch nicht, was passiert. Der Chilter. Der ist auch sehr kühl, der will nicht
dass wir ihn sehen so richtig. Man sieht ja nur seinen Arm. Und auch der ist verbunden, also. Also, ja, aber wir wollen gucken, was passiert. Und es geht wahrscheinlich um mehr. Eine Heldengeschichte. Genau, so ist es. Wie immer. Die Qualen des Flashmancer. Ja, Flashmancer? Chat, wer kennt den Flashmancer? Sagt's ist das nicht eine Band? Ich bin mir nicht ganz sicher. Gut. Ja. Ah ja. Damals hätten sich das Flashmancer. Ja, der ist offensichtlich das Böse in dieser Welt. Und irgendwo auf Evermist Island machen sich zwei tapfere Kinder, die wir gerade wahrscheinlich schon gesehen haben, auf den Weg, um einen unsterblichen Geist zu treffen. Ja. Und um Krieger der Sonnenwende werden zu können, müssen sie lernen, wie man Magie nutzt, ohne sie einzusetzen. Peinlich. Aber vielleicht. Peinlich. Ja, wirklich. Ich meine, der Flashmancer ist da. Und sie sollen, eigentlich müssen sie Magie volle Kanne einsetzen. Voll draufballern. Voll draufballern. Gebirgsfahrt. Na gut, los geht's. Und ich liebe den Style übrigens. Guck's dir an. Der Style ist Hammer. Wunderschön. Valerie. Ja. Oh, die Mucke ist Hammer. Super. Na gut. Wir suchen den Ältesten des Nebels. Nächstes ist eine weitere Prüfung. So sein, aber besser als in der Akademie rumzusitzen. Okay. Und zu nähen. Boah, wir hassen nähen. Nähen ist richtig doof. Wir wollen lieber kloppen. Ja. Ach, die weben wahrscheinlich ihre Rüstung, ne? Wahrscheinlich. Let's go! Let's go! Ha! Schön. Hey, die Sonne wird bald untergehen. Naja gut, das ist jetzt aber ein Spiel, da muss man sich auch komplett drauf einlassen. Ja, natürlich die anderen Titel auch. Aber hier kriegst du erstmal anfangs sehr viel Information, viele Dialoge. Und das darum geht's ja auch. Das geht ja darum, das ist ein reines Spiel, das man für sich alleine zu Hause normalerweise genießt. Mhm, genau. Und nicht hier in einer Viertelstunde. Ach, jetzt sind die Florentin-Menschen auch hier. Das ist ja fantastisch. Danke, lieber Florentin. Der sitzt witzigerweise halt einfach eine Tür entfernt. Nee, da sag ich ihm auch danke. Warte. Sag ich ihm für den Raid danke. Meinst du, er ist nicht schon raus? Florentin, danke für den Raid, ne? Du, danke für den Raid, ja, ne? Ja, gerne. Ja, frohes, frohes, komm rein. Frohes neues Jahr. Ich wollte nur kurz Danke sagen, ja? Frohes neues Jahr. Vielleicht könnt ihr mal, folgt ihr mal Flo und ich hab's dann gerade geradet. Ja, super. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Danke dir auch. Ne? Tschüss. Ja. Bis dann. Top. Weißt du, man muss sich auch bedanken. Finde ich gut. Bei den Raider. Ich finde es immer schön heimelig, wenn man Florentin hört, während er drüben streamt, während wir hier ein Let's Play aufzeichnen. Ja, das ist echt immer schön. Aber der Gute hat jetzt Feierabend wahrscheinlich. Das gönne ich ihm. Stimmt, der ist nicht gleich dabei, ne? Nee. Okay, wir sind aber gerade komischerweise mit einem Kampf. Was ist passiert? Wir haben es verpasst. Ja, dann. Warte, was haben wir denn? Skills? Nix. Ich kann nur angreifen. Ja, let's go. Geil. Mal wie sie auch so. Ja, da will ich angreifen. Verwundbar 10. 0. 0. Jetzt wird der Timer sein, der ihre. Sie greift pro Runde einmal an. Ah ja. Ja, da drauf. Flo Ehrenteam. Raid, Raid so sollte man sich für alle Raids bedanken. Ja, danke, ey, komm rüber. Komm doch rein. Mach doch hier mit. Tut mir leid, Leute, ich bin jetzt vom Spiel gerade ein bisschen raus, weil das war gerade das echte Leben, habt ihr es gemerkt? Also ja. Nicht, dass wir jetzt denken, das Spiel hat jetzt keine Wertigkeit für uns, aber ihr habt es gesehen. So, jetzt müssen wir uns hier ein bisschen konzentrieren. Ich werde nach rechts gehen. Na gut. Ja, okay. Wenn du okay, das Game. Ja. Das war für mich total kontra. Also ich wäre da nicht nach rechts gegangen, weil wir ja alle gelernt haben bei Pokémon, wenn es solche Absätze gibt, dass man die nur runterspringen, aber nicht hochgehen kann. Stimmt. In diesem Spiel kann man das. So haben sich Rollenspiele innerhalb der letzten 20 Jahre weiterentwickelt. Man kann offensichtlich klettern. Sehr gut. Hammer. Aber ist auch geil. So, da ist er. Der kämpft schon wieder. Sieht ganz schön cool aus. Das ist eine Felsenziege. Stimmt. Das ist eine gute Felsenziege. Und in.
guter alter Manier, dieses Let's Plays. Meinst du, man kann sie essen? Meinst du, sie schmeckt gut? Stimmt, wir brauchen irgendwie wieder einen roten Faden, ne? Ja, irgendwie muss es gegessen werden. Versuchen wir das. Ich habe immer noch Bock auf die Pizza von Pizzaschauer. Achtung, Skills jetzt. Ui. Der Sichelbogen. Und der Mondarang. Ist das ja wie ein Bumerang mit dem Mond? Den will ich unbedingt noch sehen heute. Ohne Mondarang gehen wir heute nicht nach Hause. Mondarang, echt. Valerie, was gefunden? Eine Treppe. Oh mein Gott, eine Sackgasse. Und du? Nichts nennen, Wertes, aber der Weg hinauf führt bestimmt hier durch. Die Sonne geht unter. Komm rüber, ich mache ein Feuer. Ja, da oben können wir doch chillen. Komme sofort, hab schon Hunger auf Tomaten-Sandwiches. Ja. Mein Lieblingsessen. Mein Lieblingsessen. Drücke A. Ja. Ah, Shortcut. Sehr gut. Jetzt dürfen wir nach links. Ja. Wäre auch schade, wenn jetzt nicht. Wenn wir diese Kletterziege, nee, Felsenziege verpasst hätten. Was ist da oben auf dem Felsen? Das Vögelchen? Vögelchen. Sogar bewegt. Feier ich. Das sind unfassbar lange Wege jetzt schon dafür, dass nichts passiert. Natürlich geht's nochmal durch die Höhle. Okay, wow. Komm doch eben essen. Vielleicht überlebst du aber auch nicht. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Ich kletter hier mal kurz an dieser Klippe entlang. Ich habe das Lagerfeuer wirklich sehr weit weg von dir aufgeschlagen. Ich liebe wirklich doll Tomaten-Sandwiches. Boah, mach den Mondarang. Mondarang. Mondarang! Drücke zum Ablenken A. Bäm. Ich glaube, wenn es zurückgekommen wäre und du im richtigen Moment A gedrückt hättest, hättest du es nochmal so machen können. Weiß ich nicht. Probier mal. Okay, kann ich nicht mehr. Stark. Verkackt. Einfach verkackt. Schade. Normal? Ja, nee, Sichelbogen. Sichelbogen drauf damit. Na gut. Du kennst das Zauberwort. Du hast die Macht. Ja. Halt gut den Mondstein fest und spür die Kraft. So ist es. Du kannst es tun, oh Krogmann. Oh Krogmann, das wäre ein Hit geworden. Sehr schön. Das ist schön. Das wäre ein sehr gefährlicher Weg, nur zum Lagerfeuer. Das ist ein Sandwich. Sehr schön. Oh Krogmoon. Ach schön. Ha. Nicht so lustig wie dein Gesicht. Ja. Als du. Das steht da. Ja, ich weiß. Aber ich bin direkt immer noch. Lachen. Wie gesagt, egal, ob ihr im Unterricht aufmerksam seid und gleichzeitig Geschosse mit der offenen Handfläche schlagt, ihr werdet. Klar, das ist einfach noch so ein Tutorial. Ja. Egal, ob ihr, keine Ahnung, aus dem Fenster guckt oder leichtsinnig Geschossene mit der offenen Handfläche zurückschlagt. Ja, klar, alles klar. Keine Ahnung, was er will. Keine Ahnung, was ich eigentlich gerade will. Aber guck mal, alleine jetzt die Beleuchtung, ne? Ja, ich das mag's. Ist schon geil. Weil du kennst natürlich diesen Look von alten Spielen, die natürlich, aber wenn du sie anmachst, ganz anders aussehen. Ja. Das ist ja immer so, dass man denkt, ja, ach, das ist der Look von früher. Nee, der Look von früher ist eben komplett anders. Jetzt ist der Look halt geil. Ja, das ist, wie man sich gerne zurückerinnern würde, wie es früher ausgesehen hat. So hat man sich aber nicht. Exakt. Und das finde ich gerade richtig cool, wie sie es gemacht haben. Voll. Die Details. Ich mag auch diese Bärenbüsche, die da so glitzern. Wie hast du die genannt? Bärenbüsche? Ah ja. Hätte ich jetzt gesagt, da sind so rosa Dinger. Ja. Und die Bäume, die so im Wind. Schon schön. Wie hast du die genannt? Bäume. Bärenbüsche und Bäume, Leute. Keine Ahnung. Dieses Spiel hat alles. Das finde ich gut. Gibt es ein gutes Sailor Moon-Spiel, was wir bald mal zocken können, Sarah? Es gibt auf jeden Fall ein Sailor Moon-Spiel. Das kam mal bei Name the Game, meine ich, dran. Okay. Aber ich habe es nie gespielt und ich glaube, es gibt vielleicht auch kein gutes Sailor Moon-Spiel. Kennt ihr eins, Chat? Dann sagt uns doch Bescheid. Aber es gibt auf jeden Fall eins, meine ich. Aber nur aus Interesse, nicht, dass wir das zocken wollen. Doch, klar. Wir treffen uns wieder hier. Ich will es nur hören, ob es das gibt. Büsche und Bäume. Büsche und Bäume, Bäume und Büsche muss ein Spiel haben. Ja. George McCrae, Büsche und Bäume. Meine Waffe muss jedenfalls ordentlich reinhauen. Cool. Die sind jetzt 10 Jahre jünger. Wir haben gerade einen Schritt in ihre Vergangenheit gemacht. Ich werde eine schnelle Waffe wählen. Schnelle Brille, schnelle Waffe. Niemand wird uns aufhalten können. Du hast schon recht, der Style ist Hammer im Game. Und es ist auch wirklich... Der Schläfer war auch bei Gothic. Ja. Und so, und das gibt es nämlich halt auch. Nicht nur Dave the Diver und Dredge, es gibt nämlich auch, wie heißt das genau mal? Sea of Stars. Sea of Stars X Gothic. So.
mit dem Schläfer. Na gut, aber jetzt würden wir noch die Geschichte vom Schläfer erfahren. Das holt mich aber wieder richtig ab. Ja. Guck, da bin ich so ein bisschen raus, weil ich glaube, ich habe einfach nicht den Headspace, also einfach nicht so die Momente, in denen ich sagen würde, jetzt so ein Rollenspiel. Ja. Da gibt es Klassiker, die ich, glaube ich, eher nachholen würde, bevor ich dann jetzt mit Sea of Stars anfangen würde. Verstehe ich natürlich. Und letztes Jahr kam ja noch Chained Echoes raus, das ja auch so unfassbar gelobt wurde. Ja. Das würde ich mir auch gerne angucken. Naja. Ich habe auch gar kein Bild vor Augen gerade. Also. Aber du bist auch eh ja in diesen kleineren Titeln auch komplett verankert, ne? Bist da wirklich sehr interessiert ja auch. Was ja cool ist. Ich find's halt echt spannend, was da so alles rauskommt und was so unterschiedlich ist. Also alles, was wir heute Abend gesehen haben, ist in einer oder, also waren in zwei Kategorien nominiert zum gleichen Thema im Endeffekt. Mega. Außer, dass das eine Debüt war und das andere nicht. Ultra divers. Und es ist so krass unterschiedlich, was wir heute allein schon wieder gesehen haben. Nee, finde ich auch geil. Also eigentlich ist es auch sehr lobenswert, dass du so Indie-Games affin bist. Mich schreckt es, ich bin da ganz ehrlich, will auch nicht drum herum reden, mich schreckt es ganz oft ab. Ja. So, ja. Und da muss ich, genau wie du es gerade machst, ich muss mich hinsetzen, mir das angucken und dann sage ich, okay, es ist ja mega geil. Aber mein erster Impuls ist so, ach nö, ich spiele doch lieber wieder Baldur's Gate. Ja, ich glaube, es kommt halt echt drauf an, was du für ein Spielertyp bist und wann du spielst und wie du spielst. Weil du zum Beispiel spielst ja auch einfach oft in deinem Stream, überlegst dir vorher, was du machst oder so. Also, oder so, das klingt falsch. Nee, überlegst dir natürlich entweder vorher oder dann währenddessen mit deiner Community, was ihr macht. Und da sind natürlich wahrscheinlich oft andere Dinge einfach krass im Vordergrund, im Gegensatz zu so Sachen. Ich sitze halt oft dann zu Hause und blätter Kataloge oder guck mich um, was so neu ist. Guck halt auch mal nur so 2 Stunden in irgendwas rein oder so und bleib dann aber halt auch oft bei Sachen hängen, wo ich vorher auch nicht gedacht hätte, dass das jetzt das Ding ist. Würde sich aber wahrscheinlich nicht anbieten, das dann so direkt mit der Community irgendwie zu spielen. Ja, das stimmt. Oder so. Ja, oder es ist so trashig, dass es wieder geil ist zum Stream. Ja. Ne? Ist letztens den Supermarkt Security Simulator gespielt. Ja. Sehr trashig. Naja. Wie heißt das für ein Simulator? Supermarkt Security Simulator. Hey, hast du eine Büchse Tomaten eingesteckt? Nein. Ja, genau. Gleiche Emotion. Wirklich. Absolut getroffen. Ey, aber geiler Titel. Ja. Und super Musik, muss man auch mal sagen. Ja. Atmosphäre ist geil. Das werde ich mir, glaube ich, nochmal einverleiben, das Game. Und vielleicht nimmst du dieses Jahr auch mal das ein oder andere Indie-Game noch mit in deinen Stream. Ich gebe mir Mühe. Das hat mich an meinen letzten Zahnreinigungstermin erinnert. Das wirklich, das hatte so einen gleichen Vibe gerade. Ja, ich nehme das mit fürs Jahr, Sarah. Nein, ich hoffe, du hast gerade schon gesagt. Ich hatte richtig Spaß. Dass du einfach Spaß damit haben konntest. Nein, das war super mit dir. Und wenn die Leute das auch mehr Indies von dir sehen wollen, dann sollen sie dir das sagen. Ansonsten gucken wir gleich in die Spiele 2024 rein. Genau. Direkt jetzt. Die anderen sitzen schon auf heißen Kohlen und wir rennen gleich rüber ins andere Studio. Und schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das Ganze als VOD seht, was davon euer Indie-Hit des Jahres geworden wäre, im Gegensatz zu denen, die es bei den Game Awards geworden sind, so rum. Und ihr bleibt einfach dran oder ihr klickt aufs nächste Video, wenn ihr im VOD seid. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Im nächsten Studio. Wir beide jetzt, sehen uns im nächsten Studio. Es startet jetzt, Leute. Tschüss. Bis jetzt. Tschüss.